Warte mal, Wraith fährt jetzt. Ein Dreierstint. Ich muss um zwei. Ich muss um zwei drinnen sitzen im Auto, ne? Ja. 2:20 ist jetzt hier angegeben, tendenziell ein bisschen früher, ja, 2 kommt ungefähr hin. Aber ich muss nämlich, ja. Das ist ja krass. 20. Viel zu langsam. Und dann bist du 2 Stunden am Fahren. Ja, das wird schön. Das wird auch mal so eine nette Experience nochmal nach so einem langen Tag dann nochmal eine Runde fahren. Mal gucken. Ja, man wächst mit seinen Aufgaben, heißt es so bekanntlich, ne? Dann werde ich, glaube ich, einfach tot auf die Couch fallen. Kannst du dich gleich mal fürs nächste Event dran gewöhnen, dass es immer so abläuft irgendwo? Ja, na klar. Ich vermute mal schon, dass sie dich jetzt wahrscheinlich, also ich vermute mal, dass du im Team bist jetzt. Wie? Wenn das in deinem Interesse besteht, auf jeden Fall. Ja, weiß ich ja nicht. Also, na, ich habe ja selber auch noch mein Rennteam quasi. Also nicht meins, aber ich fahre bei einem mit. Aber ich fahre gerne auch mit den Jungs so. Ich fahre generell gerne mit allem. Also solange das immer cool ist und die Leute da immer relativ entspannt sind und Spaß haben wollen, dann auf jeden Fall. Ja, in der Regel sind die 24-Stunden-Rennen bei uns jetzt auch nicht so, dass du da große Ergebnisse erwarten musst. Dementsprechend ist das halt eigentlich schon ein Teil-Spaß-Event. Also es soll schon Spaß machen, aber du willst natürlich auch so gut wie möglich abschließen. Das ist logisch. Ja, schade, einmal bremst da so, mal so. Oder ist auch nicht Verkehr vor Ray gerade. Ja. Aber da fährt er jetzt erst auf dann. Naja. Hast du in. Aber hinter sich hat er auch schon gut gelassen. Ja. Hast du bitte, was habe ich? Nee, bei mir ist jemand im Chat, der hat Kopfhörer auf und liegt im Bett und weiß nicht, wie er sie hinlegen soll. Hast du In-Ears auf? Dann nimm einfach ein Ohr raus und leg die auf das Ohr. Mach ich auch immer so. Wenn der Kopfhörer hat, dann ist halt RIP. Ja. Ich nochmal was aus. Könnte jetzt gewaltig schief gehen, aber gucken wir mal. Einer hier mit komplett gelben Scheinwerfern unterwegs. Ray ist nicht da. Der wird hier im TV-Stream nicht sagen. Wenn dann mal kurz ein Whisper oder so. Wenn er über irgendwas Bescheid gibt, aber sonst wird er hier nichts sagen. Ich glaube, das ist so mit und anderem wahrscheinlich der Grund, wo ich die ganze Zeit und die meiste Zeit liegen lasse. Und im Cockpit-Stream, also in seinem Stream, wird er wahrscheinlich auch nicht viel sagen, weil er konzentriert ist. Die Kiste über die Strecke bewegen und das so schnell wie möglich. Ohne Fehler. Oder mit so wenig Fehler wie möglich. Und ab jetzt hoffentlich mit so wenig Evil Labs wie möglich. Hört Ray euch? Nee, Ray hört uns nicht. Nein. Ray ist für sich ganz alleine im Teamspeak-Kanal. Ich habe seinen Stream auf 9 Fuß. Also, ich habe mir, also weil es mein allererstes 24-Stunden-Rennen ist, ich wollte sehr gerne den kompletten 24 Stunden Videodatei haben. Und mache das nicht so wie die anderen Jungs und gehe zwischendurch nur online für meine Stints, sondern ich greife halt auch deren Perspektive ab, sozusagen, damit ich das komplette Rennen quasi habe.
Wenn ihr da noch schauen wollt, wer alles fährt, könnt ihr Ausrufezeichen Daytona eingeben. Und dann kommt ihr zu Razem Stream oder zu dem Stream von Rampi. Rampi hat nämlich die TV-Perspektive. Da könnt ihr noch ein paar mehr Infos kriegen. Also quasi kommentiert der Stream von Rampi, wo ich dann auch quasi zu Gast bin. Du bist auch da drin zu hören. Ja, und genau. Oder ihr guckt den offiziellen Stream von lass mal am besten VRL. Warte mal, welche Racing? VRL. Genau. Hätte ich jetzt gesagt. VRL, ja. Genau, VRL. Schwierig. Oder nee, wir versuchen mal. Ich glaube, der 8 hätte auch gelbe Scheinwerfer, muss derjenige der liebe. Ja, ja, das ist klar. Die gelben Scheinwerfer sind eigentlich für die Endurance-Fahrzeuge halt. Was im Infield, das passt schon. Und wenn ich näher schlafen gehe, bin ich einfach mal so frech und restreame quasi den Stream von der VRL. Ich hoffe mal, sie sind mir dann mit nicht böse. Ich hoffe mal, dass sie das nicht so schlimm finden. Weil sonst, weil nämlich währenddessen ich nicht fahre, in der TV nochmal, ich glaube, zweimal gewechselt wird. Ja, zweimal ja, wird nochmal gewechselt. Einmal auf jeden Fall. Ja, weil sonst, ich könnte sonst nicht schlafen. Ja, das wäre ein bisschen doof. Ja, je nachdem, wann du schlafen gehst, dann ja, wechsle ich auf Duki irgendwann vielleicht. Ja. Je nachdem. Und dann, Duki macht vielleicht nur eine Stunde oder so, dann muss Ray wieder übernehmen. Ja. Und den Schlussabschnitt macht er dann Duki. Ich weiß ja nicht, wie lange du dann pennst. Aber da solltest du vielleicht, da bist du vielleicht wieder wach, je nachdem. Ja, da musst du ja nur fahren. Naja, klar. Da bist du wieder wach. Also zwei Wechsel vermutlich. Mindestens, ja. Könnte auch drei sein. Dementsprechend nicht so gut. Wenn Steph kommt, meckern wir. Naja, also es müsste die VRL müsste das reporten, damit das down genommen wird. Also ich sag mal so, ich gehe mal, wenn ich das jetzt mal so einschätzen dürfte, glaube ich, haben die da jetzt per se erstmal nichts dagegen. Warum? Ja, die Konkurrenz ist unglaublich stark einfach, ne? Also das ist echt krass. Was für ein Ziel war vor dem Rennen angepeilt und wie weit hat sich diese Zielvereinbarung geändert? Prinzipiell haben sie gar kein Ziel angepeilt so. Erstmal willst du natürlich also sauber durchkommen. Bray und Duki haben vorher mal verlauten lassen, dass er Top 20 schon ganz nice wäre. Das ist heftig. Und also, Michel hat noch gar nichts gesagt. Michel wäre wahrscheinlich gerne auch wieder aufs Podest gefahren. Aber da, also ja, ich würde auch sagen, Top 20 ist gut. Top 20 ist realistisch. Und ist auch noch locker möglich. Hätte ich nicht gedacht. Dampfst du? Ja. Ah, dachte gerade, ich höre da irgendwie was. Nee, war Dampf, ja. Corbin, dankeschön für 5 Monate, Magga. Ja, keine Ahnung, Kostheber. Also ich sag mal so, das wäre natürlich der geringste Aufwand, wenn, also ich glaube, Duki streamt auch seine, Perspektive bei sich und Ray dann wieder auf dem Stream, auf dem Rampi jetzt gerade ist. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. So ist es geplant, ja. Guten Abend. Sind die denn alle schon geplant auf den Kanälen und angekündigt? Ja, ne? Ich glaube, Duki hat es noch nicht gemacht. Bei uns ist er auf jeden Fall angekündigt. Ja, siehst du, das ist natürlich... Duki hat vorher gemeint, dass er es erst morgen früh machen möchte. Ach so, ja. Siehst du, dann fällt das schon wieder raus, Kostheber. Weil wenn Duki keinen Link noch nicht hat, funktioniert das nicht. Ich überlege, ob ich mir einen Wecker stelle und das wechsle, aber ich glaube, das wäre nicht so clever. Das würde ich dir nicht empfehlen. Nee, würde ich mir auch nicht empfehlen. Also zumindest habe ich... Da hast du nichts davon. Nee. Immer wieder aufwachen ist da nicht so geil. Ja, das ist bei AC leider nicht so schön gelöst wie bei ACC, was jetzt nicht so schlimm ist, ne? Und mein Stint halt sehr ungünstig fällt. Nicht, dass es also der Nachtstint so. Es ist zum Umschalten. Aber es ist wie ich hätte nicht gedacht, okay, dass das Niveau auch hier hinten so, ja, so krass ist irgendwie.
aber so ist es halt nun mal. Also ich hätte jetzt eher wirklich erwartet, dass ich jetzt hier so um Platz 20 doch ein bisschen vielleicht aufholen kann und dann halt vielleicht so auf 17, 16 so auf die Position vielleicht irgendwie in einem Triple Sin klettern kann. Aber Aber Respekt, also ich spreche da eher den Respekt aus an die anderen Teams. Guckst du auch den Stream von Ray? Ja, müssen wir auch überreden. Du bist auch im TV-Wagen, ne? Ich bin im TV-Wagen ganz normal. Also ich sehe das von außen ohne Verzögerung, also absolut live. Das zeigt halt auf dem Niveau, ja, ohne Training geht's halt nicht. Und dann kann ich es noch im Stream nachschauen, wenn was passiert ist. Und trotzdem habe ich, hab ich vorher ein bisschen was verpasst. Oh, das sieht gefährlich aus. Moin, sind Jordan. Irgendwie sind die Alerts heute kaputt, kann das sein? Irgendwie kommen die alle nicht durch hier. Ja, aber das merkt man ja schon die ganze Saison, dass dieses Niveau in dieser zweiten VRL-Season übelst gestiegen ist. Das ist echt krass. So, Ray müsste jetzt dann bald mal zum ersten Mal in die Box kommen. Einfach mal testen. Dürfte nicht mehr so lange gehen. Also der Uhrzeit nach. Ich kann mich aber auch... normalerweise ist es immer so eine Stunde ungefähr dann. Ja, er müsste gleich rein. Hat er nicht mehr lange. 9,8 Liter hat er noch drin. Na, das sind noch 2 Runden oder so. Ja, so circa. Also circa. Hey Pfeffer, ich grüße dich. Mestrogon, dankeschön für 100 Billy-Schmiddies. An der Wand oben sieht es dann halt wieder witzig aus, wenn einer mit einem gelben Licht hinterher fährt. Hey, Ray hat nicht mal virtuellen Spiegel an und so. Ray fährt... Super cool. Fährt der Triple oder Single? Single, ne? Nö, der hat Single. Er hat keinen Rückspiegel. Was? Okay. Am Rig fährt er, glaube ich, Single, ja. Ich wüsste nicht, dass er da 3 Monitore hat. Vatterkant, gib mal Ausrufezeichen Daytona ein, dann kommst du zu allen Streams, da gibt es so eine Auflistung für dich. Ja, den Standardspiegel ja, aber keinen virtuellen Spiegel, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht reicht ihm der. Ja, nein. Oh? Total 9,2 Liter. Ja, das ist schon jetzt aber wie eine Weile her. Also ich denke mal nach der Runde. 7,1 hat er jetzt noch. Wird er in die Box abbiegen? Ja. 7,1, okay. Na, dann fährt er nochmal eine. Echt? Du fährst auch nur mit dem? Oh, das wäre mir ein bisschen zu wenig. Also mit Triple Screen, okay, vielleicht, aber. So wäre mir das ein bisschen zu wenig. Ja, also mir wäre es, glaube ich, auch zu wenig. Ich muss wissen, was hinter mir passiert. Ja. Wenn sich einer verbremst, muss ich sehen, wie er einschlägt. Dankeschön für 2 Euro. Moinsen, Digga. Oh ja, die kommen ganz schön spät, die Alerts heute. Dankeschön, Kursheber. So, warum 2 Streams? Einer aus der Cockpit-Sicht. Einer aus der TV-Sicht. Und eigentlich haben wir einen dritten noch bei diesem. Wie viel Sprit verbrauche ich pro Runde? 3, ne? So ungefähr. 3 Liter. Box, ne? Ja, 3 Liter, ja. Du solltest jetzt rein. Wie viel Sprit verbrauche ich pro Runde? 3, ne? So ungefähr. 3 Liter. Warte mal. Geh mal kurz rund. Ja. Ich glaube, eine kann ich noch. Eine müsste noch gehen. Das ist jetzt blöd, weil meine Apps fehlen, ne? Aber eine müsste noch gehen. Ah, die Apps fehlen. Okay, deswegen. Ja, dann kann ich jetzt noch den, das ist die letzte. So. Ah, die Apps fehlen. Ah, jetzt. Deswegen. Ja, weil die App halt fehlt, ist halt. Achso, die sind schon weg.
Wie haltet ihr euch wach? Eigentlich, ja, ganz normal. Hier ein bisschen Stream schauen. Ein bisschen Stream schauen, Wässerchen. Ja, sowas habe ich auch im Kopf. Das reden. War's eigentlich ja. Schon. Reden und, Aber ich hätte es jetzt fast verschlafen, nix ne? Sonst. Voll so im... Ich meine, ich gehe jetzt am Wochenende eh nicht so früh schlafen, als dementsprechend ist das jetzt nicht so schwer. Ich muss jetzt halt voll auf die Motec-Anzeige im Auto achten. Hier und da ein bisschen Keine Koks. nee. Ah, das war das, was ich vorher bei dir gehört habe. Was? Nee. Nix mit Dampfen da, ja, ja. Ich hab ein einziges Mal in meinem Leben habe ich an einem Joint gezogen und ich hab gekotzt wie ein Verrückter davon. Nee. Das kannst du vergessen. So was kommt nicht in meinen Körper rein. Oh, Ray fährt aber echt gute Zeiten so. 46 ja, ist recht flott unterwegs. Ich bin mal gespannt, ich muss es auf 80 runterbremsen, ob ich das hinkriege. Ich habe das nie geübt. Ich bremse lieber jetzt schon mal ab. Okay, das war zu früh. Ja, egal, das passt halt auf jeden Fall. Könnte man ins Live-Timing reinschauen? Das gute alte Low Carb Koks, ja, wer kennt's nicht? Jo, dann tanke ich auch mal schnell nach. So, das war Nummer 1 von insgesamt 3. Das ist Low Carb Koks. Ja. Schönen guten Abend, Mr. T, grüß dich. Ja, Mavix hat ein bisschen Internet-Struggle, was das angeht und so. Also mal gucken. Wir hoffen mal, dass das halt irgendwann bei ihm läuft und so. Weil ich glaube, das wäre schon ganz cool mit Mavix, gerade ein ACC und so. Langsam ist er ja gerade, ist er ja auch nicht, ne? Der Chat muss sorgen, dass der Moderator was zu tun hat. Nee, das hoffentlich nicht. Ja, man wird, glaube ich, sowieso generell einfach ein bisschen ruhiger am Ende. Das meistens. Ja. Yeah. Das geht ja vier hinter uns, dann ist alles gut. Ich bin ja auch noch schnell nochmal warm fahren. Jetzt schon? Nee. Ja, nachher. Nee, nachher. Okay, wir haben nochmal zwei Leute. Ich dachte gerade, du willst jetzt schon warm fahren. Nee, nein. Noch zwei Stunden. Nee. Mal gucken. Wenn die Zeiten weiterfährt, ist er schneller als viele vor ihm. Ja. Ja, er holt auch gut auf gerade. Aber du bist ja auch immer ein bisschen davon ab. Gut, es ist jetzt hier nicht ganz so krass auf Daytona, aber du bist immer ein bisschen vom Verkehr abhängig. Auf Daytona hast du halt Gott sei Dank nicht so viele Kurven, dass sich das groß aufspielt, wenn du jetzt hier einmal kurz nicht überrunden kannst oder überholen kannst. Aber ja, wenn du halt mal eine blöde Situation hast und hier das komplette Infield ein Fahrzeug vor dir herschieben musst sozusagen, dann kostet das natürlich auch Zeit. Jo. Nachti Pretty, der schlaf schön. Ja, das ist, also überrunden ist hier gar nicht so einfach auf der Strecke. Gerade weil die GT4s auch relativ gut Zug haben, hat man es nicht so einfach. Auf der Geraden sind die fix. Na. Okay, die gehen die haben schon einen krassen Topspeed und in den Infield, also wo jetzt die 3-4 Kurven, die das sind, da hast du halt auch nicht so viel Chancen zu überholen. Man merkt jetzt, dass wir wieder ein bisschen schwerer sind. Und es ist halt wirklich so, wie Ray sagt, die GT4s hier machen nicht unbedingt viel Platz. Nee. Ich fahre eine weite Linie. Und lupfen auch nicht. Nee. Ja, ich passe. Boah, du bist neben mir, dann versuch bitte vorbeizukommen. Ja. Yep. Ich bleib bis zu meinem Bremspunkt voll auf dem Gas. Alter, der Nissan ist aber auch echt schnell. Also ja, den sehen wir schon echt häufig. Da sind auch gute Fahrer drauf, also die abgefahrenen Jungs hier von der Community von Duki, die sind schon fix unterwegs. Die sind meistens bei den letzten Events, in denen ich immer, wenn es nicht irgendwelche Zwischenfälle gab,
Top 5 gewesen. Vielleicht auch mal 6. oder 7., aber die sind schon gut unterwegs. Und auf der Strecke ist der Nissan halt absolut geil. Ja. Ha, wie der Nissan sich da noch durchsteckt. Muss Ray hier vorbeikommen. Oh, der schert auch aus. Rewind. Gott sei Dank gut gegangen. Ja, den Nissan habe ich heute schon so oft gesehen. Also, der ist echt sehr schnell unterwegs, so gefühlt. Ja, die fahrt auch irgendwo vorne. Um die ersten Plätze mit, glaube ich. Und ich bin Fünfter aktuell. Das waren die eigentlich immer so, 5., 6., 7. um den Drehraum waren die eigentlich immer eingerankt. Soweit ich mich erinnern kann. Nee, die sind 5. Leute. Steht auch unten links in der Ecke bei Ray im Stream. Ich glaube, das Live-Leaderboard ist da nicht ganz so aktuell. Oder das Live-Leaderboard zählt irgendwas anderes noch mit dazu. Keine Ahnung. Nö, das Live-Leaderboard sagt mir jetzt hier 5. Das bei mir im Stream ist nie aktuell, leider. Ja, falls ne? Sie den Stream schauen sollten. 5. ja, wollte ich schon sagen. Das ist, hängt leider ein bisschen hinterher, warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Hey, Nienchen. Ray redet in seinem Stream faszinierend. Naja, ab und an spricht er mal, ja. Nee, das ist schon normal eigentlich. Also wenn ich da jetzt fahren würde, da würde ich auch nicht viel erzählen. Nee, ich rede auch gar nicht. Also ich habe irgendwann einfach aufgegeben zu reden. Also ab und zu brubbel ich mal ein bisschen was, aber so bewusst reden fällt bei mir komplett aus, also. Ja, bei mir ist es halt schon schwer, wenn ich mal hier bei so einem Formel-1-Event oder so mitfahre, wenn ich dann unterwegs bin und ich muss während dem Fahren noch irgendwas an der Boxenstopp-Strategie umstellen oder so, das ist schon eine Katastrophe. Dass ich da nicht irgendwo rechts rausfahre oder links rausfahre oder in irgendeinen vorne rein. Ja, das fühle ich absolut. Also jetzt hier bei, wenn wir 12 Stunden im Dings fahren, eine ACC, da musst du ja auch immer Boxenstoppstrategie noch einstellen, wegen Fahrerwechsel und sowas alles. Ich bin maßlos überfordert, selbst auf Spa, wo es halt so 500 Kilometer lange Geraden gibt. Da dauert halt Reifendrücke einstellen einfach mal eine halbe Stunde so. Ja, das nehme ich dir nicht übel. Also ich kenne das ab. Das ist eine Katastrophe, wenn du die ganze Zeit was einstellen möchtest. Du hast aber Angst, dass du irgendwo rausfährst. Und dann denkst du, jetzt schaffe ich es noch schnell und dann ist es meistens schon zu spät. Jo. Aber ich denke mal auch, das kommt mit der Zeit so, dass man da besser wird. Beim Einstellen der Sachen. So, wir aktualisieren mal wieder das Live-Timing, weil sich hier wieder manche beschweren. So, Live-Timing aktivieren. So, jetzt haben wir es. Raid holt aber gut auf Platz 17. Sein Pace. So ganz habe ich das mit der Lichthupe nicht verstanden. Mal macht man es nicht. Lichthupe gibt eigentlich an, oder du möchtest dem Vordermann eigentlich signalisieren, dass du der Schnellere gerade bist und gerne vorbei möchtest. Manche benutzen das auch einfach als Offensive, um dich durcheinander zu bringen. Andere, so wie ich zum Beispiel, machen das sehr, sehr selten.
Aber wenn du jetzt beispielsweise ins Oval fährst und du siehst, dass gerade einer reingeht ins Oval, dann möchtest du ihm signalisieren, ey, da kommt noch jemand. Weil gerade wenn du nachts unterwegs bist oder so in den späteren Stunden werden Leute ja auch ein bisschen müder manchmal. Und das ist quasi so ein nett gemeinter Hinweis, hey, ich würde gern vorbei. Oder hey, ich komm jetzt. Manche machen das auch, dass sie den Vorderen ein bisschen verunsichern. Ja, genau. In der Hoffnung, du fährst jetzt daneben raus. Ja, genau. Das gibt's auch. Jetzt hat sich's gerade aktualisiert. Ja, weil ich's manuell gemacht habe. Browser-Plugin-Problem oder was ich da hab. Keine Ahnung. Alter, also, habt ihr gerade gesehen, wie übelst krass der Schikane rangekommen ist? Also, es zeigt eigentlich. Ich weiß nicht, warum es das bei mir nicht automatisch macht. Ich hab das Auto-Refresh aktiviert. Also, anscheinend kann ich einfach die Schikane nicht. Aber wenn euch das stört, kann ich es auch ausblenden. Naja, meine Frames kacken gerade übel weg. Ich glaube, das ist wieder dieses Browser-Plugin, was wieder Probleme macht. Ey, weißt du, denkst du, das ist gefixt, das Problem? Nö. Kommt natürlich jetzt wieder in so einem Rennen zurück. Super. Da kann ich jetzt so während dem Rennfahren gar nichts machen. Da kann ich jetzt nur hoffen, dass irgendwann sich das Ding selber abschießt. Dass da eine Fehlermeldung kommt und dann ich halt irgendwie das Auto bald dann nicht wegschmeiß. So, langsam aber sicher. Geht aber doch Richtung Halbzeit. Ja. Sind zwar noch fast 3 Stunden, aber... Halbzeit ist schneller immer als erwartet. Immer ruhig. Dankeschön, Gideon. Hey, wenn du jetzt überlegst, es sind jetzt halt tatsächlich schon fast 10 Stunden rum. Ja, wir sind 10 Stunden gerade schon am Fahren, ja. Heftig, wie fix das wieder rumging. Ja, du, das... Wie ich vorhin schon gesagt habe, also du bist halt, ja, du sitzt halt im Auto, dann bist du wieder raus, dann bist du wieder drinnen und dann ist das Rennen eigentlich schon wieder oben so gefühlt. Aber wenn, und also du hast Freudentränen, wenn du fertig bist und 5 Minuten später, oh fuck, warum ist es schon vorbei? Oh Mann, ey. Ich muss ja nochmal rein. Das ist ein Zeichen, dass da irgendwas gerade nicht so ganz richtig läuft, weil normalerweise habe ich mehr oder weniger konstante Frames. Ja, das Problem habe ich nicht, weil ich sitze nicht im Auto. Ja, vielleicht irgendwann mal. Vielleicht ist es ja bei dir mal so weit. Während dem Rennfahren kann ich nichts machen. Ist, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Sag niemals nie. Programm gleich selber oder das Plugin selber abschießt. Das will ich jetzt nicht sagen, nein, aber. Jetzt muss ich mir erst mal morgen ACC gönnen. Ja. Und ich habe gerade nicht wenig RAM im Rechner. Heißt, es dauert eine Weile, bis er den jetzt komplett gefüllt hat. Und dann mal gucken, was da draus wird, aber. Ja. In der Regel selbst ab. Leider kostet es. Frames. Aber ist egal, also solange ich jetzt hier nicht komplett Standbild habe. Ich meine, der bekommt wieder FPS-Probleme. Ja, ja. Macht's natürlich jetzt im Er hat irgend so ein Plugin, was da wohl FPS-Einbrüche verursacht. Während dem Fahren kann ich jetzt ja nichts machen. Und bis zum nächsten Boxenstopp ist noch ein bisschen. Was, ein Plugin? Okay. Ja, irgendein Browser-Plugin oder so. Wahrscheinlich im Streaming-PC hatte ich auch mal. Also die Pace ist schon, die Rennpace ist hier schon sehr, sehr hoch, Leute. Das ist Wahnsinn, ja. Also wenn Platz 17, also Ray fährt 1,46er Zeiten ungefähr, Pi mal Öre. Und Platz 17 auch. Und ich glaube, 1,46 Rennpace ist nicht so langsam. Also das zeigt eigentlich, dass das das Fahrerfeld schon sehr, 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 sehr stark ist. Ein Plugin für die Donations, okay. Ein OBS. Tippi. Ja. Da kannst du das deaktivieren, könnt das halt rauswerfen. Ja, er muss ja fahren. Ich glaube, er kommt auch gar nicht an den Computer jetzt wahrscheinlich. Nee. Wahrscheinlich wie bei mir. Das schafft er jetzt nicht, wenn er im Brücke drin ist. Sitzt du jetzt eigentlich auch im Rig, wenn du jetzt so streamst? Ich sitze auch im Rig, ja. Okay. Also ich sitze jetzt, bis ich schlafen gehe, sitze ich hier.
ich habe meinen Rig halt auch so gebaut, dass da alles dran ist. Also ich habe noch einen extra Bildschirm für den Stream und ich habe auf meiner Buttonbox kann ich Teamspeak und sowas als muten, ganzen Pipapo, Maustastatur habe ich auch hier. Also ich sitze im Rig. Okay, nice. Bist du ja ordentlich eingerichtet bei dir? Ja, ich hab alles hier, ja. Ich bin aber auch so ein, ich möchte mal sagen, sehr technikbewusster Streamer. Also ich baue auch immer alles so, dass das für mich super komfortabel ist. Also dass ich auch ja nicht irgendwie aufstehen muss oder irgendwas nicht an meinem Platz habe, wo ich bin. Also ja, das ist eigentlich auch das Beste. Und dann wird es halt immer heftiger, leider. Wenn du alles irgendwo in deiner greifbaren Nähe hast. Ja. Fehlermeldung. Und das ist dann so. Weil irgendwas brauchst du immer. Und dann muss ich das wegklicken. Und dann läuft es aber wieder flüssig. Das ist für mich aber auch Pflicht. Also ich selber streame jetzt schon seit 7 Jahren und ich habe immer so diesen gewissen Anspruch an mich. Und der ist halt sehr, sehr wichtig. Also gerade auch, als ich das Rig gemacht habe, dass mein Mischpult hier ist, dass ich mein OBS von hier steuern kann und oder solche Sachen. Kamera ist noch und ja, gut, nach 7 Jahren hast du halt, also halt erstens eine Grunderfahrung FPS drin, ne, dass du dich halt auch ein bisschen auskennst, was das ganze Zeug angeht. Und vor allem hast du halt ein gewisses Niveau erreicht einfach, unter das du nicht mehr sinken möchtest. Boah, nee, also ich möchte auf so viele Dinge, die ich heute besitze, möchte ich gar nicht mehr verzichten. Also, uiuiui. Auf den zweiten Computer zum Beispiel möchte ich gar nicht mehr verzichten. Aber damals auf unseren von das habe ich jetzt noch keinen, aber das brauche ich eigentlich PCs. Momentan auch noch keinen. Da konnte man froh sein, überhaupt 30 FPS zu haben, also soll, stell dich jetzt mal nicht so an. Aber ich muss mal was an meinem Monitor-Setup machen, das ist halt... Ich habe irgendwas Schnelles hinter mir. Ja, ich auch. Leider noch nicht ganz ausgereift. Oh, das haben wir jetzt fast gedacht. Gerade jetzt, wenn ich so das hier sehe, da wären jetzt halt ein dritter und vierter Bildschirm, wäre halt schon nice. Jetzt habe ich so kurz die Schadensanzeige aufgeploppt. Ja, Bildschirme kann man nicht genug haben. Also die Erfahrung habe ich auch gesammelt. Also ich warte jetzt eigentlich auch mal so, weil ich, also ich ziehe nächstes Jahr um und danach werde ich, glaube ich, auch noch mal Bildschirme aufstocken. Richtig. Ja, es ist, du eigentlich brauchst es selten, aber wenn du es brauchst, dann fällt es dir halt auf, wie wichtig es eigentlich wäre. Naja, so selten ist das gar nicht. Also mir fehlt am Rig zum Beispiel fehlt mir noch ein Bildschirm. Also ohne jetzt Triple zu fahren, ne? Aber das gibt auch die Grafikkarte gar nicht mehr her. Deswegen kriegt das Racing Rig auch einen eigenen Computer. Die lassen wir die am besten vorbei. Ich fahr hoch. Jetzt haben die innen vorbei. Ich bin da super, super, super gigi. Also ich hab damals, als ich das erste Mal einen zweiten Computer angeschlossen habe, da habe ich so Blut geleckt mit dem Scheiß. Ja gut, du machst das hauptberuflich, Alter, oder? Ja, ich bin jetzt Junge, Alter. 6 Jahre alles selbstständig? Klar. Ja, 6 Jahre selbstständig. Ja, dementsprechend musst du natürlich auch so perfekt wie möglich da ausgerüstet sein, ne? Naja, also ich sag mal, muss man nicht zwingen. Ich glaube, das ist auch irgendwann einfach so ein Hobby. Das ist irgendwann einfach so ein Hobby und so ein Anspruch, den man hat. Kann ich jetzt nicht so, oh, bitte bleib außen, bitte bleib außen. Aber es gibt immer irgendwas, das du noch kaufen kannst. Nee. Nee. Also ich nicht mehr. Nicht? Nee. Okay. Also kann ich wirklich, legit kann ich nicht mehr. Also es ist, also jetzt mal wirklich, der Rechner nur für das Racing-Setup ist eigentlich schon völlig bescheuert. Und auch nur aufgrund von Komfort, sag ich mal, um nicht irgendwelche Knöpfe zu drücken. Also dann willst du es wissen. Bitte? Dann willst du es aber wissen. Nee, das ist einfach so, weißt du, also bei mir ist das so, ich drücke gerne einen Knopf oder spreche mit Siri und dann ist alles an. Also ich muss auch nur zu meiner Siri sagen, sie soll den Stream anmachen und dann ist alles an. Mehr muss ich nicht machen. Was, echt? Ja. Ja, ich habe okay, halt ich hab keinen Bock, 20 Geräte zu machen, Mann. Hast du alles damit gekoppelt? Lichtsteuerung, ja. PC-Steuerung, ja. Alles? Ja.
Boah, das ist nice. Hab ich, wie gesagt, ich hab da gar keinen Bock drauf. Das geht mir so auf. Das ist schon nice. Also ich kann dir sagen, wenn du irgendwann mal drei Kameras anmachen musst auf dem On-Knopf, dann hast du irgendwann, glaub mir, nach 2-3 Monaten hast du einfach keinen Bock mehr da drauf. Also ich zumindest nicht, sagen wir es mal so. Alter, jetzt habe ich 33 FPS, jetzt wird's ekelhaft. Aber das, wie gesagt, das ist ja das, was ich sage. Irgendwann bist du, also entweder bist du Geeky und das ist dein Hobby oder nicht. Also für mich ist es halt auch immer noch mein Hobby so, ne? Und ich habe halt selber, als ich angefangen habe zu streamen, habe ich immer gesagt, ich tue meinem Stream was Gutes, also weil man kriegt damit ja auch Geld, ne? Und man möchte seinen Zuschauern ja auch was zurückgeben. Und ich mache das halt immer in Form. Oh, ist noch gut alles, glaube ich, oder? Oh, ihr fahrt auch noch vor mich, genau, Alter. Du bist ja. Eieiei. Du bist ja der Superschlaue hier in der GT4. Gerade mal übers Gras gefahren. Ui, da war ein bisschen Offroad dabei. Sorry an der Stelle, aber das war jetzt ja super unnötig. Paulus Paul, ja, wir fahren 24 Stunden, genau. Hast du mit der TV-Cam on, dann gibt es einen Wechsel. Wir haben jetzt. Wird irgendwann einen Wechsel geben. Knapp 10 Stunden. So gegen rum. 4:30 oder so wahrscheinlich erst. 10 Stunden haben wir rum und ich fahre um circa 2 Uhr. Ja, ich habe halt erst eine Cam, das reicht vorerst mal. Aber die wird jetzt dann demnächst auch mal ausgerüstet. Und dann läuft wieder das Zeug. Warum streamst du auf Twitch? Ich streame ja nicht nur auf Twitch. Ich wechsle halt ein bisschen ab. So die Offspin-Projekte, so was halt hier gar nicht auf dem Kanal passt, wie jetzt irgendwelche Story-Projekte oder so, weil die halt einfach hier nicht geschaut werden. Die streame ich halt dementsprechend auf Twitch. Und alles andere, was halt hier doch ein bisschen auf dem Kanal ankommt, das streame ich auf YouTube. Nee, ich bleibe nicht wach, Paulus. Und ab und an muss ich natürlich auch mal einen Twitch-Kanal anwerfen oder Twitch-Stream, weil, ja, er soll ja auch ein bisschen wachsen. Ich fahre bis 4:30 Uhr ungefähr, Paulus, und dann gehe ich schlafen. Also dann habe ich die ersten Stunden mitgemacht, dann gehe ich schlafen 5 Stunden und dann fahre ich morgens früh wieder dann nach Hause. Aber ich variiere eigentlich. Also gestern habe ich hier auf YouTube gestreamt. Was streamst du immer so? Unterschiedlich. Aktuell auf Twitch streame ich jetzt ein bisschen Assassin's Creed. Okay. Gestern habe ich hier ein bisschen World of Warships gestreamt. Sonntags machen wir immer die morgens einen COD-Stream, so ein Frühstückstream, wo wir dann auch gemeinsam mit der Community frühstücken. Und dann halt nach Lust und Laune, was wir halt gerade mal über den Weg läuft, wo ich sage, ja, da habe ich jetzt Bock drauf, das spiele ich jetzt eine Weile. Normalerweise bin ich eher so in Richtung Sportspieler, also früher FIFA, da habe ich aber mittlerweile die Schnauze voll von. Mhm. Aber sonst ist halt NBA ist halt so mein Spiel eigentlich, wo ich cool. Richtig gerne spiele. NBA aber das ist jetzt halt 2K oder EA NBA? 2K. Ah, okay. Gibt's EA NBA überhaupt noch? Ich glaube aktuell nicht mehr. Okay. Ich weiß es nicht, also es gab's recht lang früher, also darüber bin ich zu NBA eigentlich gekommen, über NBA Live damals noch. Und dann bin ich halt irgendwann auf NBA 2K umgestiegen, obwohl es EA noch gab, aber also irgendwann gab es das dann plötzlich nicht mehr. Dann haben sie es, glaube ich, 2 Jahre wieder versucht. Boah, das ist so krass, ist aber halt nicht so krass angekommen. Frames. Und ich meine, aktuell gibt es kein NBA von EA. Oh, wie gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe früher immer NHL gespielt. Ja, NHL habe ich früher auch immer gespielt. Ja, und jetzt gar nicht mehr irgendwie. Ja, es ist halt die Zeit, die bei uns tatsächlich ein bisschen das Problem ist oder generell. Weil wir machen das ja alle nicht hauptberuflich und dann hast du halt, arbeitest halt tagsüber, dann hast du abends ein bisschen Zeit, am Wochenende dann ein bisschen Zeit. Und dann musst du dir halt dann schon einteilen, was du jetzt genau machst. Und wann das vor allem sein soll. Ja.
Der Cockpit-Stream hat mehr Zuschauer als der hier. Das kann sein, ja. Das ist ja auch Ray, der da streamt. Der ist ein bisschen beliebter als ich, weißt du? Naja, gut, am Ende, also ganz ehrlich, am Ende gehört ihr ja nun mal alle zusammen, ne? Also ob da, also... Das sagst du jetzt. Naja, am Ende gehört ihr alle zusammen. Ja, aber das sagst du jetzt so easy. Das mal, unsere Zuschauer sehen das anders. Ja gut, aber da muss die Zuschauerschaft natürlich auch mit klarkommen, dass Rampi jetzt abends sich mal die Zeit nimmt, obwohl er eigentlich gar nicht so viel mit Racing zu tun hat, um euch das da draußen zu übertragen. Also Rampi gehört genauso zu den Pixelhelden wie Ray auch. Also, ne? Und das sollte man auch mal ja, honorieren. So. Aber die meisten, das ist tatsächlich so, die meisten von unseren Abonnenten wissen eigentlich gar nicht, dass wir zu sechst auf dem Kanal sind. Naja gut, ich sag mal so, wenn Ray sich jetzt aufgrund seiner zeitlichen Lage am meisten Zeit nimmt, so, dann ist das natürlich klar, aber... Also das heißt ja nicht, dass ihr da jetzt weniger macht. Ihr macht halt aber auch mehr im Hintergrund dann. Ja, er investiert schon die meiste Zeit dafür, das ist richtig. Naja. Aber es stimmt schon, bei uns ist halt der Fabi, den siehst du halt so gut wie gar nicht. Der macht halt eigentlich keine Projekte, aber der ist halt so für das ganze buchhaltungsmäßige Kaufmanagement und so, für das, was alles hinten dran passiert, Kontoverwaltung und so weiter, dafür ist er halt zuständig. Und das willst du nicht freiwillig machen. Uiuiui, das darf halt während dem Bremsen nicht passieren. Wenn das beim Bremsen passiert, ist Ende, ey. Der EA und 2K gehören nicht zusammen, Gaming-Familie, du. 2K ist eigenständig. Und Paulus, ja, zwar. Okay, ist. Mach du, bist du? Take Two, glaube ich, ne? Nee, 2K aber ist 2K. Bin von mir selbst. Ja, aber das gehört, glaube ich, zu Take Two, meine ich. Ach so, das weiß ich nicht. Klar, ich lamentiere das jetzt schon, aber dass ich das mit Fassung nehme, als das Problem. Aber die haben nichts mit EA am Hut auf jeden Fall. Alter, da bin ich ausgerastet, weil es mich übelst genervt hat, aber mittlerweile. Kenne ich das Problem. Und Paulus, ja, Faszination Endurance-Rennen, also, ich verstehe dich absolut, du. Ich liebe Endurance-Rennen, du. Also ich kann auch schon mittlerweile keine Sprintrennen fahren oder gucken, weil mich das einfach auch so... Oh ja, okay, eine Stunde Rennen fahren, nice, okay. Weil es wird mit jeder Runde schlimmer. Und dann sitzt du so, oh, 12 Stunden Rennen, 4 Stunden, oh, da bin ich aber dabei, du. Ist ja auch, also das, ich habe das letztens schon im 12er auch erklärt, das hat halt so einen ganz anderen, so einen Vibe, ne? Also man denkt zwar immer so, boah, der 24 Stunden nur im Kreis fahren, boah, das ist ja, aber das fängt halt so, jetzt sind wir in einer sehr ruhigen Phase, wo die Leute so ihre Runden runterspulen und sie haben, machen ihre Boxenstops, die Leute fahren alle ganz cool, es zieht sich so ein bisschen wie eine Mundharmonika auseinander. Und dann hast du so die letzten 10, 8, 6, 4 Stunden und die kommen immer näher zusammen. Und dann siehst du mal, wie knapp das eigentlich ist. Weil dann haben alle ihre Pflichtboxenstopps gemacht. Manche Leute sind super müde, andere Leute sind super fit und dann hast du auf einmal noch ein unfassbar spannendes Rennen. Und dann musst du halt nachher, fängst du an zu taktieren, weil, sage ich jetzt mal, bei mir war zum Beispiel DC und dadurch haben sich die Stint-Zeiten wieder verschoben und dann kommt Michel nachher online und sagt, boah Jungs, ich fühle mich so heiß, ich will 6 Stunden durchfahren und dann taktierst du das noch hin und her, um das beste Ergebnis zu finden. Also Endurance-Rennen sind schon jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich sehr, sehr geil. Auch wenn das scheiße ist, irgendwie nochmal ein bisschen also ein, zwei kann ich nur unterstützen, so was. Es ist schon, wie gesagt, ich habe eigentlich fast so gar nichts mit Racing Games läuft am Hut, aber das finde ich dann schon recht geil, das schaue ich auch gerne zu. War ich bisher auch immer eigentlich ja 2/3 des Rennens dabei und deshalb ja muss ich jetzt hier die TV-Cam übernehmen. Das klingt immer so, also, ja, ich muss TV-Cam übernehmen. Nein, natürlich und nicht. Ich habe mich da freiwillig gemeldet. Und dann fragst du dich... Aber ich wollte jetzt gerade sagen, die Leute, die jetzt hier alle noch im Stream-Chat sind und so, passt auf, nicht, dass ihr nächstes Mal mit der TV-Cam dran seid. Ja, Ray verteilt die einfach wie M&M so. Ey, Rappi, TV-Cam, 8 Stunden, yeah! Und die Anfängerschicht ist immer die Nachtschicht. Ist wirklich so, ehrlich. Ich habe halt so einen total behämmerten Scheiß-Stint in der Nacht gekriegt von 2 Stunden. Mitten in der Nacht. Okay, den kriegen wir noch vor der Schikane.
Der Fahrer streamt auch crazy, ja. Also, für alle Leute jetzt da draußen, die neu sind, Ausrufezeichen Daytona bei mir im Chat. Und da bekommt ihr eine sehr schöne, angefertigte Übersicht mit allen Stints und wo der offizielle Stream ist, wo Ray streamt, wo Rampi streamt. Also, das ist auch der Stream hier gerade vom Fahrer, den ich gerade gucke. Also, ich restream den nur quasi. Ihr könnt ja auch gerne gucken bei Ray. Bei den Pixelhelden. Wir haben gerade zwei Streams am Laufen. Einen mit Rampi, der jetzt gerade mit mir hier zusammen, oder? Ne, wir beide zusammen, so ist richtig. Und dann den von Ray. PB, könnte sogar der erste 45 endlich mal. Den von Ray noch, ja. Nee, ich weiß natürlich, dass ihr alle hauptsächlich für Racing-Content hier seid. Das war jetzt auch kein Vorwurf oder so. FPS. Kevin, grüß dich. Ja, Lukas auf Dialu. Warum fährst du nicht Endurance? Oh. Hat sich jetzt beruhigt? Ja, es ist halt so eine Sache, ne? Das ist halt auch wieder der Zeitfaktor. Da musst du halt wieder so krass viel Zeit investieren. Also ich möchte mich jetzt in ein schlechtes Licht rücken und dir sagen, ich habe 6 Stunden trainiert. Na gut, aber du hast halt vorher auch schon ein bisschen Sinn Erfahrung. Ja, das stimmt. Das habe ich halt gar nicht. Das Einzige, was ich an Racing spiele, ist ab und an mal Formel 1. Aber doch. Dankeschön, Audi. Du bekommst dann mehr und mehr FPS-Probleme. Ja, ja. Immer noch mehr, geht das? Aber er fährt halt 1,45. Oh, ja, aber ich FPS-Probleme. Na gut, ich fahre einfach bei 1,45. Ja, persönliche PB, ne? Shit, muss ich lüpfen. Das jetzt hier präsentieren und Fans sammeln. Ja klar, jetzt das ist jetzt mein Durchbruch hier. Die Jungs trainieren kaum. Ja, die Jungs können auch alle fahren, ich nicht. Den Prozess glaube ich trotzdem ab in der Box. Ja, mittlerweile trainiere ich echt nicht mehr so viel. Nee, das, also ich wirklich nicht. Ich bin jetzt nicht unbedingt schnell, muss ich dazu sagen, aber also trainieren tue ich auch nicht so viel. Na, jetzt schauen wir mal. Jetzt gönne ich mir morgen erstmal hier ACC und dann gucken wir mal. Rumpy geht rein. Dann fahre ich mal ohne Stream, ja. Für mich privat einfach mal ein paar Ründchen. Da wird die Ray-Fangemeinde erstmal konvertiert. Und dann sind sie alle Rumpy-Fans daher. Und wenn Ray dann live geht, wo ist denn Rumpy, ey? Ey, Ray, du Dusseljunge, wo ist denn Rumpy jetzt hier, ey? Verpiss dich mal, Mann. Ich will Rumpy sehen. Übertreib. Naja, pass mal auf, so wird's kommen. Übertreib halt. Nein, so wird's definitiv nicht kommen. Ja, das sagt er jetzt noch, pass mal auf. ACC, da bin ich ja mal gespannt, ja. Aber wie gesagt, erstmal offscreen. Weil da werde ich den ein oder anderen Abflug haben. Und bevor ich wieder, wie damals, als ich mit F1 angefangen habe, 25.000 Mal im Best-of-Video zu sehen bin, lasse ich's lieber. Ja, Racing, das ist mit Vorbereitung. Also ich würde mich auch gerne mehr vorbereiten, aber es ist halt einfach so, wie Rampi schon sagt, du hast halt auch so keine Zeit. Ne? Nee, ganz knapp nicht. Schade. Also ich so viel Sachen, dann. Keine Chance. Ich persönlich bin nicht so ein Fan. Ich mag Training immer nicht gerne streamen, weil ich das persönlich, also ich für mich selber so entschieden habe, dass ich das nicht interessant finde zu streamen. Um ehrlich zu sein, das ist so für die ganzen richtigen Hardcore-Fans ist das sehr, 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 sehr gut, aber ich selber würde mir das auch nicht angucken, weil ich rede nicht im Training, sondern ich fahre nur, so wie wenn ich fahre und ist das nicht super interessant und ich trainiere halt offline und also ich habe mich dieses Mal schon sehr viel vorbereitet. Auf Wurst habe ich mich, glaube ich, eine halbe Stunde vorbereitet, auf Spar.
Genau deswegen ja on-stream, das war's wohl doch, das ist definitiv off-stream. Die Blöße gebe ich mir nicht. So weit raus, egal. Ist eigentlich deine Facecam? Oder bist du, ja, nee, das, du siehst ja hier, ich hatte letztes Mal schon Probleme, dass ich die Facecam noch irgendwo unterbringe. Und diesmal hat sie halt irgendwo keinen Platz mehr. Und sie soll euch ja auch nicht im Weg sein. Und dazu ist es halt so ein bisschen gechillter, bequemer, wenn du hier wie der letzte Affe vor dem PC sitzen kannst, nicht vor der Cam. Du, ist kein Problem. Ich mach das auch, ist nicht so schlimm. Du, ich glaube, die Leute verstehen das auch. Also, vorhin habe ich mich zurückgelehnt mit Katze auf dem Schoß, das ist schon okay. Ich glaube, die Leute verstehen das. Na ja, gut. Ich habe auf einmal wieder 90 FPS. Vielleicht das nächste Mal wieder. Gerade eben noch so mit 30 und 40 rumgegräbst. Misan, die ersten 24-Stunden-Rennen haben schon stattgefunden, relativ stabil mittlerweile. Also, ich denke, das ist nicht mehr weit weg mit den 24-Stunden-Rennen der ACC. Würde ich auch richtig hart feiern. Also, wenn da eine Liga aufgeht. Das wird schon rübergehen jetzt langsam, das merkst du schon. So am Anfang hast du halt gar nichts von gehört. Klar, ja. Es wurde gespielt und es haben auch viele gefeiert, aber auch so von Events und so hast du halt nicht viel gehört. Und mittlerweile sind ja schon wieder häufig die 12-Stunden-Rennen und so. Also, das wird auch rübergehen irgendwann. Hauptstream werden vielleicht auch noch ein paar Leute sein. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Support. Lass doch gerne nochmal ein Däumchen nach oben da. Oh, Ray hat gefragt, ob er ein Däumchen nach oben kriegt, aber selbstverständlich doch. Ich habe heute schon dreimal den Dunkelmodus eingestellt, ne? Ja, und das Trinkspiel. Wo ich mich das erste Mal als Kommentator erinnern kann, klar, das war ja letztes Mal. Das ist noch nicht so lange her. Ja, ich weiß, ich kann nicht singen, deswegen. Stimm mich nur an, den Rest müsst ihr selber im Kopf zusammen singen. Ein Cut, alles gut. Ein bisschen rutschi gemacht. Ray singt, echt? Ja, Ray singt. Er hat gerade gesungen, ja. Ey, also, Rising Spaß ist, glaube ich, so das Wichtigste. Das darf man immer nicht vergessen. Man macht sich. Ja, auch nochmal ein paar Leute am Start. Liebe Grüße gehen raus an die Dizzy Crew. Ich weiß nicht, welchen Stream er gerade abcaptured, ob er den hier abcaptured und ich ihm die ganze Zeit dazwischen laber. Dann sorry an dieser Stelle. Ray, du Pfeife. Ja, liebe Grüße gehen raus. Also, das mit der Vorbereitung, ich verstehe das schon. Und das mit dem Spaß ist halt, also für mich ist es generell, wir fahren ja nur um unsere virtuelle Penislänge. Und ich sag mal, da wir alle irgendwie genug Abonnenten haben und dementsprechend auch einen größeren Penis als andere, ist uns das ja oft relativ egal und wir fahren halt aus Spaß. Und ich sag mal, über die Zeit wird man ja selber auch besser, ne? Also, ich sag mal, Ray wird wahrscheinlich am Anfang auch nicht so gefahren sein, wie er heute fährt. Und Michel auch nicht. Das kommt halt über die Jahre so, ne? Jetzt mal wieder Fokus, genug Scheiße. Wenn du dir nachher also wenn ich jetzt mal zurückdenke, so bei Ray, wie das so war, also wir kennen uns ja schon ewig. Also Ray, habt ihr irgendwo so hier auf der Strecke einen Ford Focus oder so gesehen? Ich bräuchte Fokus, ganz viel Fokus. habt ihr irgendwo hier auf interessant. Der Strecke einen Ford nee, haben wir keinen Focus gesehen. Oder so gesehen? Ich bräuchte Fokus, ganz viel Fokus. Ich kenne ihn ja schon ewig, wir haben uns irgendwann mit 14 oder so kennengelernt. Und damals haben wir uns als mittags oder auch abends mal am Wochenende bei einem Kumpel getroffen. Da haben wir doch das ein oder andere Mal ein Rennspiel zusammengespielt oder gegeneinander halt. Oh. Und da war er meistens zwar jetzt nicht viel schneller, aber er war so auf unserem Niveau so ungefähr. Und irgendwann hat das halt bei ihm angefangen, dass er viele Rennspiele gespielt hat und wir halt nicht mehr so. Und dann ging es halt los. Dann irgendwann ist so das Simracing gekommen und jetzt ist er halt voll in seinem Element. Also es war auch ein Prozess, der erstmal wachsen musste. Es ist aber auch Fokus, einfach, was braucht er? Das ist halt so eine Faszination. Das weiß ich nicht. So virtueller Rennsport hat so einen gewissen Zauber. Irgendwie, aber kostet Zeit. Weiß ich nicht. Es ist schon cool, weil du wirst halt wahrscheinlich niemals das,
das Privileg haben, in einem richtigen Rennfahrzeug zu sitzen. Ja. Und die Simulationen sind ja heutzutage wirklich schon sackgut, dass die halt wirklich recht nah an den Realismus rankommen. Mhm. Ja klar, dann kannst du halt deine Equipment noch dazu kaufen, dann hast du super viele Autos, die du fahren kannst, ganze Rallye-Gurken. Und es ist halt scheißegal, ob du das Ding in die Wand knallst oder nicht, ne? Steigst du wieder ein und Feuer. Und vor allen Dingen, was ich halt auch sehr, sehr schön finde, ist, dass die Communities einfach so unfassbar motiviert sind und ja, dass da halt solche Sachen rauskommen wie das hier oder 12-Stunden-Rennen oder. Das sind halt, also was da für schöne Sachen geboren wurden. Starlet Express, wir brauchen dich. Ja, es ist schon ein Highlight als immer, wenn du das halt so siehst. Und es ist halt auch das Coole, wenn du halt auch Community-übergreifend sowas machst, weil du bist jetzt zum ersten Mal dabei und so, aber bisher war es halt immer Duki und Ray so mit der Community, dann kam Michel dazu. Es ist halt immer was Geiles, wenn du dann halt hier nachts um die Zeit oder auch um vier noch vor der Kiste sitzt und du hast halt wirklich 400 Zuschauer, 400 Verrückte, die um die Zeit noch sowas schauen. Und da kommen halt die ganze Communities von allen Streamern hier kommen halt zusammen und das ist halt das Geile hinter dem Projekt, finde ich. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber da muss man auch dazu sagen, ich glaube um 4 Uhr sind so 300 Leute von den 400, die liegen auf der Couch und sabbern ins Kissen oder so. Das kann sein. Ja. Aber im Stream sind sie trotzdem. Ah, das stimmt, ja. Oh, ich sehe Sterne. Danke, dass du uns verrückt Sterne nennst. Ja, dich nicht, und du bist ja gerade eben erst gekommen. Ist das ein Zeichen? Es ist ein Zeichen. Stars on a bright night auf Nightona. Nee, ich weiß, dass du schon eine Weile da bist. Ja, ich habe gute Laune. Muss ich tatsächlich jetzt gerade gestehen. Und das muss jetzt auch raus. Das kann ich nicht in mich reinfressen. Das ist wie schlechte Laune. Das kann man nicht drin lassen. Ray pusht sich nach oben mit seiner guten Laune. So, jetzt habe ich aber ein kleines Problem. Ich glaube, ich muss ein bisschen lupfen. Ja, ich muss mal gucken, was die Zeiten jetzt eigentlich machen. Ich glaube, er ist zwischen drei Mal eine 45er gefahren. Ja, ja, der wird schneller. Er wird immer schneller. Ja, da ist er im 45er Bereich. Ein paar Mal schon. Schuffi übrigens, Dankeschön für 35 Monate Sub. Ich muss mal gucken, ich würde gerne vorher vorbei. Ich hoffe, oh Gott, mein Lieblingsauto, GT3? Wäre super nice. Ich glaube, sie lassen es zu, sehr gut. Kostet mich aus allen Zeit. Simulationen klar, halt oder eine bestimmte? Aber Hauptsache Wiesel. Und weiter geht's. In ACC? Naja, das ist halt so eine Frage, was antwortest du da drauf? Ich habe halt so ein Auto zum Beispiel, was ich sehr schnell fahren kann. Dann habe ich ein Auto, was ich sehr, sehr gerne fahre. Und dann habe ich so ein Auto, was ich unfassbar gerne in 12-Stunden-Rennen fahre. Also die Antwort ist da nicht so einfach. Warum da? Die Reifen sind langsam auch wieder nicht mehr so die besten. Also wenn ich nur eins wählen dürfte, dann würde ich Lexus sagen. Lexi Schmexi. Stört dich das eigentlich oder so? Also soll ich muten, Rampi, wenn ich mit Chat rede? Quatsch, okay. Nein! Okay. Ich frag nur, kann ja sein, dass ich stört. Nö, lass laufen, es ist alles gut. Dann muss ich nicht hier ständig die Alleinunterhaltung machen, weißt du? Das ist auch mal gut. Aber ich glaube, dann würde ich Lexus nehmen, ja. Aber ist gut. Auf Spar fahre ich sehr gerne Aston Martin. Das kostet Zeit. Das ist eine gute Wahl. Ja, das Ding ist halt wie auf Schienen, oder? Also für Endurance ist der Aston Martin einfach sehr, sehr geil. Der verzeiht dir sehr, sehr viel und liegt halt. Der fährt auf Schienen. Phoenix. Den tackerst du rein. Aston ist immer eine gute Wahl. Ja. Ja, wenn du jetzt ACC anfängst, dann mal gucken. Ey, also wirklich, ist ein lieb gemeinter Rat, Rampi, okay? Aber ich würde dir empfehlen, nicht den Porsche zu fahren gleich am Anfang. Das habe ich nicht vor. Also, der ist wirklich sehr, sehr langsames. Ne, es gibt nichts Langsames. Passt schon, jetzt ein bisschen Windschatten dürfte trotzdem. Okay. Also, aber Porsche. Fahre ich nichts Langsames. Also, Porsche ist schon sehr geil, ne? Aber auch echt schwer. Und ich glaube, wenn man so keine Sim-Erfahrung hat, den Porsche zu knallen, ist vielleicht so.
semi-optimal so. Und Regen würde ich dir auch nicht gleich empfehlen. Nein, um Gottes Willen. Also auch wenn es geil ist, aber da würde ich auch nicht gleich machen. Da ist Gardi. Da hat einer einen Abflug gemacht. Die freuen sich jetzt schon. Die meinen jetzt schon Winning Spins. Okay, das Wippermann, die will ich nicht stören. Also, so empfehlenswert von Anfang ist schon doch, würde ich sagen, der Lexus. Der ist schon, der ist recht schwer. Den kann man ein bisschen in die Kurven schmeißen. Das geht nochmal gut, sorry. Ich dachte, die lassen die Lücke offen. Der Lexus, okay. Schau ich mir mal an. Also, hat mir also ich habe ja sehr viel durch Chat, durch Fiebel-Chat gelernt. Die haben mir sehr viel geholfen und die haben gesagt, fahr mal Lexus, weil ich fahre halt nicht gerne deutsche Autos, muss ich immer dazu sagen. Ich versuche immer japanisch zu bleiben. Oder so, sagen wir mal, asiatischen Raum. Und Chad hat gesagt, wir probieren mal aus den Schlitten und ist immer noch mein schnellstes Auto. Ist immer noch schnellstes Auto. Bin die Top 10 sind noch drin? Ne, das glaube ich nicht. Aber die Top 10 wären, glaube ich, wenn du ehrlich bist, nie drin gewesen. Da hätte Michel nicht vom Auto dürfen. Wollte ich gerade sagen, dann hätte Michel 24 Stunden durchfahren müssen. Denn auf jeden Fall, ja. Windschatten noch snacken. Nee, so realistisch muss man einfach sein. Das muss man dann sagen. Ja, die sind aber auch 20 ist ein absolut geiles Ergebnis. Ja, das Fahrerfeld ist schon krass. Das kennt man ja aus dem letzten Event, so ist schon richtig stark. Was machen Sachen hier? Das wollen wir außen dran vorbei zu gehen, wenn das klappt. Ah, da macht wieder einer keinen Platz. Ja, ich bin auch noch hier, hallo. Oh ja, das. Ja, jetzt habe ich nicht viel Platz gelassen. Da bin ich ein bisschen jetzt Rallycross-Strecke ausprobiert. Die bleiben halt wirklich knochenhart auf ihrer Linie. Ja, gut, ist halt Nacht, ne? Viele sind nicht mehr ganz so aufmerksam, spulen Autopilot runter. Also, ich meine, kann ja jetzt nicht jeder so gehypt sein wie Ray gerade. Der geht ja ab wie ein Schnitzel so. Der quatscht wie ein. Der quatscht ja wie ein Wasserfall gerade. Echt, labert er? Ja, der erzählt richtig viel gerade. Finde ich aber gut, also man merkt seine Euphorie, das finde ich schön. Er wird auch mal schneller. Ja, dann ist er jetzt im Flow drin. Ja, denke ich. Ja, dadurch ist jetzt halt Gardi auch super rangekommen. Ich habe gesagt, da müssen wir mal gucken, dass wir Gardi vorbeikriegen. Aber das ist bei Ray normal so. Wenn er einmal angefangen hat zu reden, dann bringst du ihn selten wieder gestoppt. Ja. Ich glaube, das kennst du mittlerweile auch. Ja, irgendwie ist gerade. Ich habe mich erstmal erschrocken, als er also beim 12-Stunden-Rennen hier, was ich ins Leben gerufen hatte, als er da auf einmal auf der 3 rumtonte. Und ich immer so, Ray hat mir erzählt, ja, wir haben uns angemeldet. Und ich so, okay, cool, nice. Weil ich hatte mit Ray damals noch nicht so viel zu tun. So, jetzt zu dem Zeitpunkt. Phoenix Racing ist nicht so viel. Und denn ich konnte Ray nie einordnen. Ich hatte von Ray mal Dirt Rally geguckt, glaube ich, bei euch auf dem Kanal. Und irgendwann kam das dazu, dass wir bei Pete zusammen aufgenommen haben und dann hat man sich halt so kennengelernt. Und dann gucke ich letztens dahin und da habe ich Chat gefragt, so Chat, sag mal, wo ist denn Ray eigentlich? Oh, sorry. Boah, ja, da vorne. So wie da vorne. Naja, auf 3 gerade. Ich so, was? Da war ich viel zu spät. Da habe ich mich erstmal gewundert, wie schnell er eigentlich ist, weil der immer so niedrig stapelt. Sorry an die Jungs. Tut ja immer so, wie als wenn er gar nicht schnell wäre. Das war so nicht gewollt, aber danke fürs Tür offen lassen. Das hätte jetzt sonst. Ja, ganz so ist es nicht. Aber er ist schon gut unterwegs. Auf jeden Fall. Sorry. Ich fahre um 2 Uhr. Für alle Leute da draußen, die Jungs haben eine sehr schöne Übersicht gemacht. Wenn ihr Ausrufezeichen Daytona eingebt im Chat, dann kommt ihr hier hin. Und dann könnt ihr dort alles sehen, alle Links. Also hier zum Beispiel jetzt gerade bei den Pixelhelden läuft nicht Ray. Da läuft Ray und Rampi. Rampi hat TV-Wagen, also seht ihr noch ein bisschen mehr Umfeld. Und hier könnt ihr sehen, wann wer fährt dann. Also falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, könnt ihr einfach hier reingehen und gucken, wer auch im TV-Übertragung hat. Flash mal an. Wer die Stints fährt. Bescheid wissen. Ich will vorbeigehen. Also auch natürlich für die Leute drüben bei YouTube. Das steht unten in der Videobeschreibung drin. Und Däumchen ist ein Träumchen, Ladies and Gentlemen. Wir können ruhig mal penetrieren, das Knöppele. Das war gar nicht gut. Jetzt macht er ja mal Werbung. Na klar, weißt du, wenn du schon mal dabei bist.
Mal gucken, dass wir trotzdem vor Phoenix dementsprechend natürlich auch die Streambeschreibung anschauen. Die Links der liebe Dizzy ist hier, versucht hier 24 Stunden zu streamen. Dahin, ja. Auf Twitch ist er unterwegs. Ja, das waren jetzt gerne mal vorbeischauen. Follow da lassen, bisschen was im Chat posten. Und dann läuft die Sache. Muss du auch machen, komm morgen früh wieder. Jo, mach's gut, Leinfuß. Bis dann, ciao. Ja, so schlaf gut, Maga. Kuschel dich ins Bettchen. Ja. Dann habt ihr euch eigentlich so, also der Kontakt zwischen euch ist dann eigentlich ist erst durch Among Us zustande gekommen, oder wie? Ja, genau. Ich wusste gar nicht, wer Ray ist am Anfang. Und ich hab zu dem Zeitpunkt wusste ich auch gar nicht, dass ihr so ein großes Kollektiv seid. Also ich hab gedacht, ihr seid so zwei Leute oder so. Und dann habe ich irgendwann, hatte ich mit Ray mal kurz geschnackt. Und dann sagt er, wir sind sechs Leute. Ich so, hä? Okay. Ja, aktuell siehst du zwei eigentlich gar nicht. Ja gut, wir haben halt was zu tun, ne? Ja. Wenn das eh nicht bei euch hauptberuflich ist. Also dann mal wirklich Hut ab, dass ihr euch mit sechs Mann in eurer Freizeit wohlbemerkt die Zeit nehmt und das zu machen, ne? Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich meine, wir machen das jetzt auch schon 8 Jahre, ne? Also es ist nicht so, dass wir das jetzt erst aus dem Fuß gestampft haben. Deshalb ist es halt, wie du sagst, das ist halt auch ein Hobby so. Es macht einfach Spaß. Und wenn du dann Zeit hast, dann investierst du die gerne. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du sowieso gerne zockst, dann ist das halt doppelter Bonus sozusagen. Ja. Sie wollen nicht, dann nicht. Hey, Moins Ninja, wie war das Rennen heute? Ich habe mich übrigens vergessen abzumelden, Ninja. Ich hoffe, ihr seid mir doch nicht böse. Sorry. Ich habe mit Devs gestern geredet und dachte, das reicht. Küsschen. Ich lupf ein bisschen. Gott, ist das ein Lärm! Ja, das flippst denn immer noch zu, ja, dann reißt die Dinger auf. Wollte ich gerade sagen, reiß auf das Ding und rinn die Tüte. Aber mach nicht so viel, sonst wirst du irgendwann so dick wie ich. Ja, das sind jetzt halt echt ekelhafte Runden, weil das kostet jetzt einfach nur Zeit und ja, aber sowas ist halt im Langstrecken. Ja, meine Reifen sind down langsam. Du merkst richtig, die haben überhaupt keinen Grip mehr. So, ich lasse jetzt aber auch mal kurz eine Minute allein. Ich muss nämlich schnell austreten. Ja, mach das, kein Problem. Sehr gerne. Oh, er hat nichts gesagt, Ninja. Das ist natürlich schade. Ich hatte gestern, glaube ich, mit ihm kurz geschrieben und ich habe echt vergessen, mich abzumelden. Da muss ich Horny und Snaden nochmal schreiben und mich entschuldigen. Das ist nicht cool. Ich hoffe, das hat keine Unannehmlichkeiten für euch gebracht heute. Cheat Chrome. Hey Alex, moin, ich grüße dich. Wie läuft's? Relativ okay-ish, würde ich sagen. Ray ist mittlerweile auf 17 wieder runtergefahren, fährt gerade einen sehr, sehr starken Stint auf jeden Fall. Der erste Stint von Michel war sehr, 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 sehr gut heute. Also der war wirklich sehr schnell, der ist runtergefahren bis 8. Dann habe ich das Auto übernommen und habe es runtergeballert bis auf 25. Also ich habe hier richtig gute Leistung nach hinten gebracht heute. Und Duki von Abgefahren ist runtergefahren, auch bis 20, glaube ich. Jetzt gibt Ray halt vollen Schmott und greift halt an. Ich habe jetzt, ich übernehme das Auto wieder um circa 2 Uhr. Und dann fahre ich auch nochmal 2 Stunden. Dann im Anschluss muss ich gerade selbst mal gucken. Wer im Anschluss wäre, das wird dann Michel sein. Der wird dann nochmal 3 Stunden reinrasieren, der Lümmel. Und dann würden Duki und ich dann nach dem Aufstehen nochmal und Ray fährt dann den Schluss. Ja, Ray fährt den Schluss dann nochmal, der greift dann nochmal an. Also relativ okay. Ich persönlich bin mit meiner Leistung nicht ganz so zufrieden. Okay. Ich bin mit meiner Leistung nicht ganz so zufrieden, weil ich, ja, ich habe ein bisschen reingekackt. Ich war sehr, sehr nervös heute. Aber die anderen, also die Jungs haben sehr gut abgeliefert bis dato. Also sollten sie jetzt halt dann auch mal Platz machen. Welche Strecke würdest du in einem Topspiel wie ACC wünschen, abgesehen von der Rennserie? Ich zum Beispiel vermisse die Nordschleife. Ich hasse die Nordschleife, by the way, weil alle die Nordschleife mögen und ich das nicht mehr hören kann. Bin ich ganz ehrlich, also an alle Nordschleifen-Fans, es tut mir wirklich leid, aber ich bin mittlerweile Anti-Nordschleife. Ich kann es nicht mehr hören. Nordschleife, 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 als wenn es keine andere Strecke gibt. Ja, was würde ich mir wünschen? Oh. Ich
weiß gar nicht, was ich gerne für eine Strecke hätte bei ACC. Ich habe so einige iRacing-Strecken gefahren, die mir sehr gut gefallen haben. Aber ich komme gerade nicht auf die Namen, weil die so selten ausgesprochen werden. Also ein paar Strecken von iRacing würde ich gerne noch haben wollen. So, da bin ich wieder. Na, Bibi. Monaco in ACC, ja genau, wir fahren Monaco in ACC. Wobei, geil wäre es schon, GT3 Monaco fahren. Nein, das willst du nicht fahren. Nee, ich hasse, also nicht, ich will nicht sagen, hassen ist so ein schweres Wort. Ich finde Monaco sehr schwer zu fahren und ich komme damit nicht klar. Sagen wir es mal so. Es ist halt auch verdammt eng. Einmal ein Fehler, dann hängst du rechts oder links in der Bande drin. 24 Stunden Monaco. Da brennt dir aber der Helm danach, sag ich dir. Ich hatte letztens so eine Strecke in Amerika. Ich komme einfach nicht auf den Namen, wie die heißt. Man ist so durch eine Kurve über eine Kuppe gefahren und dann in so ein Tal rein. Die war echt gut in iRacing. Laguna Seca? Nee, nicht Laguna Seca. Ich glaube, Road Atlanta. Kann das sein, dass es Road Atlanta ist? Die ist auch echt gut. Road Atlanta kann sein, ja. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann hatten wir noch eine in Imsa vor, ich glaube, 2 Wochen. Die fand ich auch sehr geil. Da bin ich Imsa die ganze Zeit gefahren. Aber ich komme nicht auf den Namen. Ich kann mir das immer nicht merken, weil die so selten sind, dass man die so selten anspricht. Nee, Laguna Seca war es nicht. Laguna Seca kenne ich. Also, das war schlecht gefahren. Das haben wir alle in Gran Turismo gehabt. Ne? Freust du dich eigentlich auf das neue Gran Turismo, Rampi? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist so der Punkt. Also, ich habe noch keine PS5 jetzt. Ich auch nicht. Und ich hätte so gerne eine, ja, weil halt NBA, Next Gen NBA ist, ich würde es halt so gerne zocken. Ist das schon draußen? Und ich warte jetzt halt, ja, das ist instant mit der PS5 Release raus. Oh. Also das Spiel gab es ja eigentlich schon viel früher. Das ist ja schon Ende September oder Oktober, Anfang Oktober rausgekommen. Ja. Und es ist halt so, wenn du das da hattest, dann kriegst du das jetzt halt gratis sozusagen auf der Next Gen Konsole. Ah, okay, cool. Und ich würde es halt so gerne spielen. Ich hätte so Bock da drauf, aber ich habe halt keine Konsole erhalten. Bin ne? Mir jetzt nicht sicher, ist er jetzt und jetzt muss ich halt so hoffen, dass ich bis zum Jahresende vielleicht noch eine kriege. Zu beurteilen. Und auf Gran Turismo, ich sag's dir, ich habe früher mit einem, der hier auf dem Kanal, den du halt nie siehst normalerweise, bei dem haben wir das früher mal gezockt, Gran Turismo 3 und Gran Turismo 4. Ja. Nachmittags nach der Schule, das Ding ist so heiß gelaufen, weil wir das täglich 6 Stunden oder so gezockt haben. Es war zu krass. Und jetzt habe ich ich habe schon lange kein Gran Turismo mehr gespielt, aber ich habe halt mitgekriegt, dass der Teil jetzt, der jetzt kommt, halt wieder so an Gran Turismo 4 angelehnt sein soll, vom Aufbau her. Ja. Oh, das ist einfach nur Liebe dann. Echt, also ganz ehrlich, lege ich mir schon immer ein bisschen Geld weg, dass ich bis dahin hoffentlich eine PS5 habe, weil ich will das unbedingt zocken. Ich will unbedingt Gran Turismo 5. Ich brauche das auch. Aber komplett Singleplayer und alle Lizenzen und den ganzen Shit wieder da richtig reingehen in das Ding. Habe ich so Bock drauf. Alles hat Zeit ohne Ende. Und ich habe mir da halt auch schon ein bisschen was überlegt, weil ich würde das halt schon gerne auch mit Lenkrad spielen, ne? Mhm. Aber das Lenkrad, das ich jetzt hier halt habe, das ist halt noch das alte von Ray, das ist das CSL Elite, aber ein Vorserienmodell. Oh, und das ist halt nicht PS Ready, also da hast du keine Chance, dass du das auf die PlayStation kriegst. Deshalb muss ich halt mal gucken, was ich da jetzt mache. Ja. Ob ich mir vielleicht ein neues gönnen muss. Ah ja. Also ich glaube, ich werde komplett versiffen in das Problem ist ja, kann man alles in Gran Turismo, wenn ich eine PS5 halt habe, also weiß ich ja nicht, weil wie gesagt, wir ziehen gerade um und meine Reifen sind irgendwie man ist halt ein bisschen sparsamer aktuell, mal gucken. Auch noch nicht mehr, das müsste, glaube ich, im Februar kommt das, ne? Ja, im Februar, glaube ich. 2021 früher ist bisher, glaube ich, nur angekündigt, ja, wann es genau kommt, habe ich, glaube ich, noch nichts gelesen. Ich sehe das schon kommen, dass das genau zum Umzug kommt. Und dann ist das nicht drin. Und ich sitze davor und denke mir so, fuck, alle spielen das und ich will auch, Mann!
Wir können jetzt irgendwie umziehen. Ey, ohne Scheiß. Lass zwei Wochen verschieben. Wenn das rauskommt, dann ziehe ich um. Räum alles aus, bau nachts alles auf. Ja, gleich letzte Runde. Und dann ja nochmal ein Stint. So, dass Dizzy auch Bescheid weiß. Ja. Dizzy weiß Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid. Also. Ja, gleich letzte Runde. Dann ja, ich würde, glaube ich, ich würde so, wirklich über Nacht würde ich aufbauen, weiß, dass ich an Tourismus gehen kann. Aber du, ich würde es dir nicht mal übel nehmen. Ich verstehe das absolut. Ich habe bei einem anderen Kumpel, als dann mal so der nächste Teil von Gran Turismo gespielt, und das war halt einfach Kacke, muss ich ehrlich sagen. Es war halt nicht mehr das, was es mal war. Und also jetzt letzte Gran Turismo Runde. 3, Gran Turismo dann, 4. Ja. Waren schon Hammer-Games einfach. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt letzte Runde. Da gab es auch 24-Stunden-Rennen. Ja, das war in Gran Turismo 1 gab es den Shit schon, und dann hast du Pause gedrückt und deine bescheuerte Playstation liegen gelassen am Fernseher und bist dann zur Schule gegangen, wiedergekommen und hast wieder deine 2 Stunden gemacht und bist irgendwie gefühlt irgendwie über 4-5 Tage deine 24-Stunden-Rennen gefahren. So. Das haben wir nicht gemacht. Ach. Da habe ich schon Bock drauf, also das, ja, wird mega. Ach, Alex, jetzt weiß ich, wer du bist. Stimmt, du bist ja mit Nils gefahren, Alex Radetzky. Wie gut. Ja, wir fahren auch einen 12er, ja. Entschuldigung, dass ich dir wieder reingegrätscht bin. Du bist mir nicht reingefallen, ich war fertig. Ja, wir haben gerade vom letzten 12-Stunden-Rennen einen sehr schnellen Mitfahrer gehabt. Der ist gerade im Chat. Cool. Jetzt schau da wieder rennen. Ja, du. Konkurrent fürs nächste Mal ausleuchten. Ach Quatsch, Konkurrenz. Ich habe überhaupt kein Konkurrenzding. Ich freue mich. Also ohne Scheiß, ich habe mich bei dem 12-Stunden-Rennen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja eigentlich. Also es ist ein Community-Rennen. Und ich habe. Wir haben ja die Anmeldung aufgemacht für das 12-Stunden-Rennen und da waren 30 Slots. Und ich habe so gedacht, naja, wir haben das 2 Monate vorher. Nee, ja, doch 2,5 Monate vorher die Anmeldung aufgemacht. Und ich so. Na, ob wir da überhaupt 30 Teams voll kriegen. Und dann bin ich den einen Abend bin ich Liga-Rennen gefahren und danach gab es das Passwort dafür. Das haben wir dann live gestellt und dann war wirklich, bin in einer halben Stunde, war das voll. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Und das war halt so voll, dass wir gesagt haben, na gut, vielleicht machen wir 50 Slots draus. Und dann haben wir den nächsten Tag auf 50 Slots erhöht und es war wieder voll. Es war so insane. Ja, das ist halt nice. Das ist richtig gut gewesen. Wenn du sowas machst, dann wünschst du dir natürlich auch, dass es halt aufgenommen wird, ne? Dass das halt auch gut ankommt. Ja. Und wenn das dann halt so gefüllt wird, dann ist es schon geil. Entschuldigung, Eisbreng, du bist ein Penner, ey. Gleich bist du wieder dran. Kannst du gleich mal wieder ein paar Plätze verlieren? Ja, danke. Mach ich. Oh Gott. Du Arsch, ey. Du blöder Arsch. Ja. Dias, Dankeschön für 36 Monate. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt müsste der Task weg sein, jetzt muss ich ja wieder mehr Frames haben. Donations werden jetzt nicht mehr angezeigt, leider, aber ist egal, das wird ja im Hauptstream bei... GT kostet 80 Euro, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mal schauen, was Kanal Money sagt, das reicht für mich. Normalerweise, ich hoffe, der öffnet sich jetzt nicht wieder neu. Wenn ich weiß ich nicht. Nee, es würde schon reichen, aber ob ich das halt möchte, ist halt die andere Sache, weil so viel nutze ich es halt nicht in Kanaldiensten. Also gerade eben ging es ja wieder mit den Frames, aber... Muss ich mal gucken. Wie gesagt, sind bisher nur Gedankenspiele. So. Das Plugin. Bestimmt 1-2 Sekunden vergeudet, aber mein Gott, dann ist es halt so. Kellerlover, mach's gut. Danke, dass du da warst. Schlaf gut. Gute Nacht. Aber jetzt langsam bin ich drin, ich hab grad wieder so einen schönen Hochpunkt, muss ich sagen. Kurz vom Stint, das ist gut. Der zweite war eigentlich da, wo jetzt. Und die Strecke scheint auch relativ ruhig zu sein. Hoffe ich. Also, ey, wenn ich jetzt wieder bei Verkehr rauskomme, raste ich aus, ne? Ich möchte auch so schön geschmeidige Strecke haben wie Ray. Ja, ein bisschen Verkehr hast du eigentlich meistens. Aber es hat sich jetzt ein bisschen entzerrt. Ja, ja. Boah, ich denke immer, du redest mit mir, Alex, weil du Nils sagst und ich auch Nils heiße und das immer markiert wird. Aber du redest gar nicht mit mir. Hm. Naja, wenn der Streamer unwichtig geworden ist. Ich bin in... Ray hat jetzt gerade nochmal vollgetankt. 101 Liter. Ich bin in 99 Litern dran quasi. Das müsste so in
34 Runden. Ja, ey. Alter, wie viel mehr Frames ich jetzt habe? Leck mich. In der Stunde. Alter, das kannst du so rechnen ungefähr. Das hat übelst viel jetzt doch nochmal gebracht. Also, auch wenn es jetzt gerade eben flüssig lief, aber man ich habe jetzt halt 120, was, das Pixelhelden, so. 12 Stunden Rennen? Gut, hier jetzt, wann soll es das geben? Geht, das war, glaube ich, noch nicht. 100, aber trotzdem. Es hat kein also, da ist noch gar nichts in die Richtung, ne? Geplant. Das ist schon nochmal besser jetzt. Gut, aber Fokus. Ja, schlafen, der Grüne, gute Nacht. Schlaf gut. Nachti, schlaf schön. Danke, dass du zugeguckt hast. Mehr Reifen gekrippt, das kann wegen ja, das ist immer sehr schön, Gas wenn man Zuschauer hat. Customer Racing ja, wäre ein bisschen doof, wenn das Spiel so gerne zugucken. Müssen wir die vorbeilassen gleich? Tja, anfangen musst du auch mal. Das stimmt, ja. Nee, ich muss nicht auf Klo, Ice Dragon. Alles gut. Ich muss mich gleich nochmal eine Runde warm fahren, schnell. Na, vorm Stint gehst du wahrscheinlich trotzdem nochmal aufs Klo. Also gerade muss ja, ich nicht. Ein bisschen schwerer ist, egal, passt. Fährt sich AC anders als ACC? Maja, das ist einfach ein himmelweiter Unterschied. Das ist so ein ganz, also vom Fahrfeeling her ist AC, also man merkt, dass AC ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Schlaf gut, Malle. Gute Nacht. Danke fürs Einschalten. Gute Nacht. Also AC ist schon, man merkt, dass es ein bisschen älter ist. Es fährt sich okay. Das Autoverhalten ist dennoch ein bisschen anders als ACC. Also ACC, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Naja, ich habe halt 200 Stunden ACC runter. Für mich sind die Autos da ein bisschen sicherer. Aber es ist nicht schlecht. Also muss man dazu sagen. Also ich sag mal jetzt gerade Rot Atlanta, die Kurve, die jetzt gleich kommt, also nicht die Oval, sondern die danach, ja, das ist mit dem Auto einfach nur ein scheiß Krimi. Das ist ein Krimi. Also gerade, du kommst hier runter, das Auto ist gerade, du musst anbremsen, du bist gerade, bremst immer noch und musst echt aufpassen, dass dir der Arsch nicht wegfliegt. Das wäre ein ACC, wäre das auf jeden Fall nicht so schlimm, glaube ich. Also das ist für mich, ich kriege immer einen halben Herzinfarkt bei der ersten Kurve. Und ich fahre die auch komplett anders als alle anderen. Weil ich das so wie Ray und wie Ray, Duki und Michel die fahren, schaffe ich das gar nicht. Da geht mir jedes Mal das Auto flöten. Wo bist du? Das ist halt Michels Setup. Das ist, wie Ray gesagt hat, immer ein bisschen squishy. Er fühlt sich halt wie eine Glaskanone mit dem Ding. Ja, er kommt damit halt super zurecht. Ja, soll er ja. Ist ja auch okay, ne? Also mich stört das, ich passe mich da auch immer an. Also für mich muss man das jetzt nicht unbedingt bauen, das Setup. Egal, den Schwung muss ich mitnehmen. So, jetzt muss ich hier mal gucken, was jetzt hier wieder geschrieben wurde. Nee, wir planen das nicht, Tobi. Das ist erstmal nicht zu viel. Unser Team ist 24, so not so bad. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wie halt mit vollem Tank 1,45er Zeiten fährt. Ja, moin. Ich brauche irgendwann wirklich mal Bootcamp von einem sehr guten Fahrer. Genau hinter mir. Megali, ja, jetzt hat aber auch wirklich gar keinen Verkehr groß vor sich. Ja, gut, jetzt hat er einen. Aber die Runde war halt jetzt eine saubere Runde ohne Verkehr. Naja. Das sind schnell mal 5/10 gewonnen. Ich glaube, dass Ray auch Suzuka 12 Stunden fährt mit Michel, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ich weiß nicht, ja, ob, soweit ich weiß auch, ja. Ich weiß nicht, ob Duki mitfährt. Nee, glaube ich nicht. Hey, Ice Dragon, schlaf schön, Maga. Muss dir gut gehen. Okay, genieß die ruhige Nacht. Später vielleicht. Schaut mit den Longstops aus. Puh, müssten wir mal gucken, was die Longstops machen. 3 von 11 haben wir jetzt. Also wir jetzt, oder? Die lassen wir jetzt am besten. Wo lassen wir die vorbei? Die sind ziemlich nah dran. Das
meine Maus jetzt ich denke, wirklich leer? Am meisten Sinn. Tatsächlich. Ja, die meisten haben mittlerweile 4. Ja, es haben noch ein paar 3. Rufen, denke ich mal. Hier hat einer schon 5. Oh, was? 3, 5. Oder wurde aber aufgeweckt. Ja. 2 Stück haben sogar schon 6. Ist ja krass, wie viel krasser die halt da in diesen Dings reinkommen. Ich lupf hier kurz und jetzt. Ja, aber wenn du es genau wissen willst, in der Stream-Beschreibung unten gibt's eine Info zum Live-Timing. Da kannst du gerne vorbeiklicken, alles intensiv nachschauen. Wer welche Zeiten fährt, wer wie viel Incidents hat, wie viel Evil Labs, wie viel Stops, alles kannst du da nachschauen. Was? Das ist das Live-Timing wieder hängt. Ja, das hängt immer. Wow! Der Nissan, der Lexus, der vor uns, der Lexus eigentlich schon, der Nissan, der vor uns an uns vorbeigeflogen ist, was ich erzählt hatte, der hat schon 5 Stops drin und ballert. Okay, alles klar. Ja, wir sind wirklich nicht schnell. Der abgefahren. Ja. Wir sind wirklich nicht so schnell. Ja. Jetzt gibt's Lifetiming gerade gar nicht mehr. Wie kann man mal selbst bei sowas mitfahren? Also hier zum Beispiel fahren wir bei der VRL mit. Da kannst du zum Beispiel, wenn du Ausrufezeichen Daytona eingibst, kommst du bei den Boys auf die Internetseite und da kannst du dir alle Infos holen. Wenn du zum Beispiel ACC fahren möchtest, kannst du dir die Race-App angucken. Da wird auch aufgelistet, wann welche Rennen stattfinden. Du kannst dich ja mit Teams anmelden. Und bei iRacing ist das generell bei denen im Browser aufgeführt, sozusagen. Intel auch noch da hinten dran. Okay. Ich fahre halt viel spitzer da rein. So, jetzt stimmt's wieder mit dem Live-Timing. Ja, egal. Was? Jetzt ist wieder alles aktuell. Nächste Runde ist aber schon wieder alt, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber heute will es nicht so ganz. Position sieht man diesen Apps, die ich links habe, ganz klein leider nur. Da müsste ich ja schon auf Fullbild stellen, aber sieht man, dass ich aktuell jetzt 17 da bin. Boah, Ray kämpft das gerade halt mit richtig. Aha. Die 16 ist, glaube ich, in der Boxengasse, so wie es aussieht. Oder? Nee. Nee, aber er kommt langsam an die Platz 16 ran. Sind nur noch 90 okay, Sekunden. Eieiei. Jetzt ist schön Verkehr wieder. Mal gucken, wie er sich da durchschlängelt. Ja, Lichttube halt bis zum Anschlag. Da ist halt wieder jetzt gerade super viel Verkehr. Das muss halt, das ist jetzt halt so. Da müssen wir gucken, wie wir halt da durchkommen. Ja, Darius, musst dich einfach anmelden und mal, wie gesagt, bei der VRL kannst du vorbeigucken. Bei der VCL kannst du vorbeigucken. Geil, vielen, vielen Dank. Bei der Race App kannst du vorbeigucken. Um eine Kollision zu verhindern und so. Dich einfach anmelden. Und dann Feuer frei. Und lass den Zauber. Also, das war mit Abstand durchs Nadelöhr, meine Damen und Herren. Oh, what the fuck? Ray, Alter, what the fuck? Hast du das ich gesehen, ja? Das war, ich hab den Innern schon nach außen ziehen sehen. Das war aber gerade so. Ich wäre nicht durchgefahren. Ich wäre nicht durchgefahren. Drei wide. Ich hab's schon knallen gehört. Ich auch. Uiuiui. Hey, Stan, moin, Mann. Ja, der Verkehr, aber den haben wir jetzt erstmal hinter uns gelassen, wenn ich das richtig sehe. Und dann gucken wir jetzt mal. Das ist natürlich ziemlich scheiß Runden, wenn man. Also 9 von 10 Leute hätten da, wären da wahrscheinlich abgeschissen okay, im Moment. 47.0, 46.6. Ja, ich safe okay, auch. Das wird jetzt eine. Keine Ahnung. Wobei ich wäre gar nicht vorbeigekommen. 48.1 sogar. Ja, also das Streichen war lieber mal, aber da war jetzt halt echt super viel. Okay, oh, ich hasse. Erstmal wieder von der Aktion beruhigen. Aber jetzt kommt Fokus. Und weiter geht's. Die anderen hören mich wohl nicht. Die wollen mich nicht hören. Die ignorieren einfach, was ich sage. Ja doch, wir hören dich, aber wir kommen nicht in deinen Channel. Das, was ihr von mir hört, hören die eigentlich auch, aber dann... Machen die voll die Ego-Nummer da oben. Nee, ich rede mit Ray. Ray sagt halt im Stream, wir hören dich nicht. Schweinesülze also wir hören ihn nicht. So Zeugs. Doch, warum soll ich mal runtergehen?
Naja, er quatscht halt die ganze Zeit irgendwie mit uns, aber keiner geht da runter. Also ich will ihn halt auch nicht stören, wenn er im Floh drin ist. So. Ich warte mal, bis er jetzt fährt aufs Ding. Aufs Oval. Ich gehe mal kurz runter. Ja. Hallo, du wolltest irgendwie was, oder? Ja, ich hab nur gesagt, so ich funke euch am zu an, mach voll coole Sprüche und ihr sagt einfach nichts dazu. Ja, doch, ich hab dazu gesagt, ich hab's jetzt gerade schon scheppern hören. Achso, ja, ich auch, ich hab's auch gedacht, oh fuck. Das war super knapp, aber hat gepasst, ja. Ja, nee, Dizzy weiß auch Bescheid, dass er hier nach dran ist, ne? Dizzy weiß Bescheid, ja. Alles klar. Ja, ich geb nochmal. Ja, ich seh's ja im Teamspeak. Also ich hab das mitbekommen, dass ich wieder diesen scheiß Plugin-Bug hatte da, dass übelst die Frames getroppt sind. Ja, der Chat hat das mal berichtet. Ja, aber ich hab's jetzt Prozess zum Glück noch abgeschossen, bin leider 2-3 Sekunden zu lang dann in der Box gestanden, weil ich es nicht eher hingekriegt habe, aber egal. Egal. Ja, hey, Ido, more. Zeiten haben trotzdem gepasst, trotz niedrigen FPS. Also. Ne, die Zeiten sind top. Die Zeiten sind top. Der erste Sinn war ein bisschen Murks, aber jetzt so mit dem zweiten und jetzt so komm, bin langsam drin, das ist okay. Verkehr ist halt übelst RIP. Ja, das merkst du halt gleich. Ja. Aber wie gesagt, dann konzentrieren, ruhig weiterfahren. Okay. Nichts erzwingen. Er wollte nur, dass wir seine Manöver hier kommentieren. Ja, natürlich wollte er das. Aber er soll mal fahren. Die Pfeife. Ist jetzt schon direkt hinten dran. Wie viel Liter hat er jetzt noch drin? 79, naja. Ich möchte nachher gleich nochmal 5-6 Runden warm fahren und dann. Schwierig, weiß noch nicht wo. Ja, mach das nur. Gebremst mal. Egal. Das Platz sind durch da, ja, so das Motto war es ungefähr, vorbei. Aber. So viel Platz war nicht da. 40 Meter, 41. Oh, Intel Racing kommt schon wieder angeflogen hin. Naja, die sind halt krank unterwegs. Die werden eh schneller durch die Schikane kommen. 50 Teams waren in Spa. Ich glaube, auf der Strecke waren 48. Ninja? Zu weit raus. Und, ich fahre rechts ran. Bekommt hier Ray ein bisschen lauter? Der ist schlecht zu hören im Hintergrund. Der soll auch im Hintergrund sein, Stani. Weil ich seinen Stream nur restreame. Und wenn ich mich jetzt mit, wenn Rampi und ich uns unterhalten, dann ist es halt immer dazwischen quasi. Ja, das ist schon in Ordnung so. Schneller wie im Windschatten. Wenn ihr das möchtet. Nicht hundertprozentig laut ist. Ja. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr auch gerne Ray streamen. Also, das ist hier, wie gesagt, Ray sein Stream. Könnt ihr sehr gerne auf den Pixelhelden-Kanal gehen. Auf YouTube und da ist Ray sein Stream drin. Wenn ihr das, wenn ihr jetzt die Präferenz habt, Ray persönlich zu hören. Ja, Rotronic ist da leider auch schon hinten dran. Das ist jetzt halt wieder doof. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen in die Überrundung rein. Aber hier ist es doch viel cooler. Aber da machst du nichts. Das ist halt ein Langstreckenrennen. Das hast du gesagt, nicht ich. Das hast du gesagt, nicht ich, okay? Man muss ja auch mal ein bisschen austeilen. Na klar. Ich sag's dir so, wie es ist, Rampi. 2021, Rampi, favorite Creator auf Pixelhelden. Ihr werdet sehen. Ich prophezeie. Never. Ihr werdet sehen. Wer ist Ray, Alter? Mach mal Oma Rampi ran hier, Ray. Wir verschwinden jetzt hier. Okay, ist ja gut. Ja. Und Rampi aus dem Off. Hey, Fans, was geht? Dizzy, das wird so nicht laufen, glaube ich. Ich sag's dir. Du gehst heute aus dem 24-Stunden-Rennen, gehst du mit der großen Fangemeinde raus. Ja. Und die 500 Däumchen hast du alleine gekriegt hier auf dem Stream, nur weil du drinne warst den ganzen Tag. Also, pass auf. Natürlich. Ja, man muss dir den Ball einfach so ein bisschen zuspielen, oder? Ja, aber ich will jetzt auch nicht übertreiben dann, weißt du? Ich kenne ja meine Statistiken hier auf dem Kanal dementsprechend. Ja, Statistik, Schmappistik, so, das ist ja Zahlen. Du, vertraue keiner Statistik, die du selber nicht gefälscht hast, verstehst du? Ja, das weiß ich, ja. Also, wir drehen heute alles so hin, dass du hier der Star warst, okay?
Das hast du gesagt, nicht ich. 2021, Rampi, wird dein Jahr, pass auf. Naja. Das hast auch wieder du gesagt. Wenn du wüsstest, was der über dich sagt, wenn du fährst, wäre Rampi? Ja, nur Scheiße, ich weiß. Aber ist auch kein Problem, weil ist ja auch Scheiße. Naja, ich ziehe immer über alle her, die fahren. Deshalb bin ich auch der Kommentator, weil das ich halt über aus einem Winkel kommentieren kann, den keiner von hier hat, weil ich bin nicht Fahrer und ich bin auch deutlich schlechter als alle zusammen. Aber ja, fachmännisch zu kommentieren, das können halt alle. Ja, da geht aber so neben daneben, das können nicht viele. So vor allen Dingen auch komplett. Muss ich auch über alle herziehen. Ja. So komplett ohne Zusammenhang, was Racing angeht, so einfach komplett am Thema vorbei. Ja, das ist aber bei den 24-Stunden-Rennen eigentlich immer der Fall. Ja. Also du wirst am Schluss dann schon mal so merken, wenn es noch um die letzten Positionen geht, da geht es dann schon mal so eigentlich hauptsächlich ums Rennen. Und da ist eigentlich auch die ganze Zeit eine Rechnerei da, so ja, was müssen wir noch machen, wie viel müssen wir noch aufholen und so weiter. Aber die ersten, ja, 18 Stunden oder so, eigentlich nie. Ja, Zeiten sind jetzt halt gerade nicht die besten wieder, aber... Da sind Themen von A bis Z, Waschbären, die eigentlich mit Rennsport 0 zu tun haben. Oh. Waschbären zum Beispiel, ja. Wobei, den hat Michel selber ins Spiel gebracht. Ja, den hat Michel selber ins Rennen geschickt, ja. Oder auch fuck. Das ich halt bin selber schuld, wenn ich sowas preisgebe. Das war jetzt ein Missverständnis. Ja, das stimmt. Weil der die Linie gewechselt hat. Also kein No-Front-An-Deal. Ich bin die seit 14 Stunden online, Long, Long Ding Long, ja. Ich werde mich jetzt gleich, also ich muss um 1.30 Uhr nochmal schnell was machen da hinten am Computer. Dann werde ich mich auf die Toilette begeben, dann werde ich mich warm fahren und circa in 70 Litern übernehme ich das Auto. Und dann fahre ich 2 Stunden, dann übergebe ich das Auto an Michel und dann gehe ich schlafen. Aber den Stream lasse ich an. Weißt du, was das Gute ist? Wenn du durch bist, dann habe ich nur noch eine Stunde. Geil. Duki könnte aber auch einfach mal eine Stunde früher aufstehen, ne? Quatsch, du kennst Duki nicht. Du musst froh sein, wenn er pünktlich da ist und wenn er nicht verpennt. Das ist tatsächlich mal passiert bei einem 24-Stunden-Rennen. Ja, du, das bleibt nicht aus, wenn du richtig groggy bist oder so. Einfach mal morgen verpennt, dann musste gleich, irgendeiner musste, glaube ich, noch einen Stint dranhängen. Ich glaube, die lassen wir. Ah, ist schwierig. Wo lasse ich die vorbei am besten? Hey, Spreewaldgurke, danke für deinen Sup. Ich glaube, am wenigsten Zeit verlieren war nach Kurve 1. Lädt er die neue Zeiteinheit, ja. Sozusagen. Kurve 1 vorbeilassen. Ja, ist ja. Make you upgrade again. Ist ja quasi nee. So. Weil. 100, ja. Also, eigentlich kannst du so ungefähr sagen, immer zur vollen Stunde ist eigentlich ein Stint vorbei. No. Das sind plus minus 5 Minuten, aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Mach ich das am besten. Jetzt ist eine neue GT4 hier im Weg, ist auch blöd. Der ist hier auch blockiert, jetzt muss ich gucken, wie ich hier am besten Platz mache. Und wer war es? Der Duki. Natürlich war es der Duki, der verpennt hat. Ich weiß. Hab ich doch gesagt. Ich weiß, wo lasse ich. Ja, ich weiß, alles gut, ich lasse euch vorbei, keine Sorge. Ja, hier das ist halt, wenn er den Eismann nicht bestellt hat. hier fährt GT3 und GT4. Der GT4 ist keine ja schlecht. Und das ist echt nochmal eine Nummer schwieriger. Finde ich persönlich. Also. Das sind halt ärgerliche Runden. Ist es auch. Du musst halt auf 2 Klassen achten. Ja. Keine richtig kühlen Runden, übelst immer im Verkehr. Dann hast du jetzt ständig die schnelleren Leute hinter der ML hinten. Und auf der Strecke halt nochmal doppelt, weil auf der Geraden sind die GT4s nicht viel langsamer. Oh, machst du das jetzt wirklich, Ray? Ja, der GT4 geht vom Gas, glaube ich, ja. Ich habe gedacht, dass ich jetzt zu spät bin. Oh, da hat aber auch ein bisschen geschlingert. Hätte ich nicht gemacht. Halt aus der Erfahrung vom ersten Stint hätte ich das nicht getan. Nope.
Ja, du bist es. Es ist da auch besser, einfach mal ein bisschen, wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, einfach zurückstecken, sagen, ja, auf der nächsten Gerade, nach der nächsten Kurve, da greife ich dann an, da überhole ich ihn. Aber wenn du dich hier halt voll reinhältst und ja, dich drehst oder dir irgendwas kaputt fährst, dann hast du mehr verloren, die Sekunde, die du hinten dran bleibst. Diese Aussage fühle ich sehr und ich wünschte mir, ich hätte es im ersten Stint gemacht. Aber ja, hinterher... Halt immer so, ich kenne das auch. Nachher bist du immer schlauer. Denkst, ja, da kann ich jetzt mal schnell vorbei und zack. War es halt nicht so. Die waren jetzt übelst gut weg eigentlich und die sind jetzt durch diese ganze Scheiße sind die jetzt wieder rangekommen. Super viel Zeit verloren hab. Ja gut, ist jetzt halt leider so. Aber natürlich komme ich jetzt auf diesen Scheiß. Naja, wird langsam unkonzentrierter. Fokus Ray jetzt nicht. Der Ray, ja, ja. Nee, ich habe Auto habe ich nicht kaputt gemacht. Nee, nee. So, ich muss jetzt mal ganz kurz aufstehen, auf Klo gehen. Ja, tu das. Tu das. Ja, ich muss kurz noch was gegenchecken hier. Mein Stint ist in circa 30 Minuten oder in 64 Litern. Okay, weil ich gebe immer in Liter an, weil wir fahren immer den Tank leer. Also Leute, ich gehe kurz AFK, muss was erledigen und dann nochmal aufs Klo und dann werde ich mich warm fahren und dann geht mein Nachtstint los. Also viel Spaß mit Rampi und Ray. Bis gleich. Yay, bis gleich. So, was hier gibt's Pizza? Wer hat Pizza? Wer kommt, Duki zu spät oder die Pizza? Das wär jetzt nicht so verkehrt, ne? Deiner Mitternachtssnack. Ja, Mitternacht ist eigentlich schon durch, aber muss ja keiner wissen. Starlet, ja, die Starlet, die gibt's auch. Und damit Prost an euch. Ja, aber Pizza steigen immer gleich alle rein. So. Gucken, was jetzt hier wieder das Live-Timing sagt. Ich vergleiche das mal ein bisschen, ob es noch einigermaßen up-to-date ist. Ja, es geht noch einigermaßen. Die Rundenzeiten sind halt natürlich nicht identisch. Aber mittlerweile auf Platz 17. Allerdings haben hinter uns alle mehr Longstops. Da bin ich mal gespannt, was uns nachher wieder hinspült. Haben gerade Steak gehabt? What? What? Immer noch keine Halbzeit? Nö, das dauert noch 1,5 Stunden. Und dann sitzt da halt schon 12 Stunden vor der Kiste. Wahrscheinlich noch viel länger dann insgesamt. Egal. Das kriegen wir noch durch. Ja, noch 4 Stunden, die ich. Aktuell ist es noch sehr gut. Ich bin überhaupt nicht müde, ja, aber beim letzten Mal war es ja auch so, dass es plötzlich wieder reingekickt hat. Entre Gott, Alter, was futtert ihr um die Zeit? Einer, ja, nächste Frikadelle. Und sie haben es auch verstanden. Leute, könnt ihr bitte aufhören, über das Essen zu reden? So macht er auch über Runden und Platz machen Spaß. Weißt du, beide respektieren sich und beide trotzdem am Limit und dann passt es schon. Also Themen sind prinzipiell egal, aber Essensthemen nachts um 1:30 ist nicht geil. Überhaupt nicht geil. Gab mal ein Le Mans-Rennen mit Duki, wo er fahren musste und die Pizza kam erst, als er 10 Minuten wieder im Auto war und sein Nachbar die Pizza annehmen musste. Echt? No way. Der Nachbar hat dann die Pizza bezahlt auch. Heavy, heavy. Bock auf Baklava, ja, das wäre jetzt auch was. Und ich sitze hier noch und könnte maximal noch eine Scheibe Brot essen. Und mir ein Ei machen. Du, geht mir gerade auch nicht anders. Ich kann mir hier gar nichts machen. Nicht mal eine Scheibe Brot oder ein Ei.
war dieses Jahr. Hab ich auch gesehen mit der Pizza, ja, bei Duki. Echt? Das war dieses Jahr schon? Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber im zweiten Stint jetzt hier beim Triple Stint war halt einfach ein bisschen mehr freie Fahrt und so. Was gar nicht mitbekommen. Ich ja auch meine. Why not? Ganz einfach, weil sonst wäre hier Feierabend. Leerer Kühlschrank? Nein, der Kühlschrank ist nicht leer, aber ich kann ja jetzt hier nicht einfach aufstehen. Und kein Essensthemen verstehe ich nicht. Ja, vielleicht. Weil das die Streamer ein bisschen ablenkt und auf Essensgedanken bringt. Maybe. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch noch nur bei mir so, dass ich dann davon jetzt um 1:30 Uhr kriege, aber don't judge me. Ist halt nun mal so. Nein, er hat vorher noch Bescheid gesagt und Duki musste dem Nachbar erklären, was er macht. Ah, okay. Also wusste der Nachbar Bescheid, er wurde nicht überrascht. So, hey, hier, 2 Pizzen, einmal bitte 15 Euro. Geht einfach gerade vor. Nee, das ist. Ich hab jetzt echt. Nee, ich bin. Ich, es ist sowas. Ich hab jetzt echt eigentlich keinen Hunger, aber wenn ihr davon redet, dann kriegst du Appetit. Ne? Da kriegst du Bock. Also so hinter ML ist eigentlich ganz okay, gerade Zeit. Nee, ich esse jetzt nichts mehr, ganz bestimmt nicht. Muss ungesund bei mir. Wenn ich einmal mich verbremse, dann ist ja. Hammer-Carbon-Teile Gespänge. Das wollen wir natürlich alle nicht. Mal ein bisschen. Ist mir jetzt auch nicht wert, dass wir hier. Der ganze Lieferdienst hat leider auch schon zu, sonst würde ich mir vielleicht jetzt noch was kommen lassen. Wo bekommt man nachts um 1:30 noch Pizza her? Wenn du jetzt in der Stadt wohnst, ja, kannst du nachts bestimmt noch was bestellen. Ja, das war jetzt genau das. Ich wollte es gerade noch sagen. Es wäre jetzt perfekt, wenn wir mit ML daran vorbeikommen. Das hat jetzt geklappt, perfekt. So, wir sind jetzt, stand jetzt noch 1,5 Stunden von der Halbzeit entfernt. Das war elegant. Ja, immer noch auf Platz 17, wenn ich das richtig sehe. Ja. Platz 17 ist noch alle Zeit der Welt, nach vorne was rauszuholen, aber das Fahrerfeld ist leider sehr stark. Mal gucken, ich hoffe, oder wir hoffen alle, dass es eine Top 20 Platzierung am Ende gibt. Und das ist, glaube ich, auch noch drin. Michel muss ja eh nochmal ran, der fährt dann wieder locker in die Top 10 rein. Vielleicht auch Top 5 rein. Dann geht's rund. Das war jetzt nicht gut von mir. So, wieder da. Jo, WB. Okay. Dann fahren wir uns mal eine Runde warm, wa? Wie viele Liter sind noch? 50. 50 Liter, das ist jetzt die neue Zeiteinheit. Also, Währung wird jetzt mittlerweile in Döner angegeben. Flächeneinheiten oder Flächenangaben werden in Fußballfelder angegeben und Zeitangabe sind Liter. Ja. Genau so sieht's aus. Das haben wir heute gelernt jetzt. So, dann werden wir uns mal so einen 2-Stunden-Stint aus dem Arsch saugen nach 16 Stunden wach sein oder 17, 18, keine Ahnung. Ja, wenn du nachher ein bisschen Backup brauchst, dann gibst du Bescheid, dann fahre ich mal kurz mit dem TV-Wagen ein bisschen raus. Schön mit dem Shatter, Junge. Gerade mal kurz das Lenkrad anhängen und ein paar Runden drehen. Ja. Escape, moin. Das war im iRacing-Rennen, da war Ray nicht dabei, glaube ich. Das war. Okay, kann sein, ja. Aber was ist das bitte für eine geile Geschichte? Er bestellt sich einfach mal eine Pizza und kann sie dann nicht annehmen. Wer hat Ray sich eine Pizza bestellt? Nein, Duki hat sich mal eine Pizza bestellt, als er hier 24-Stunden-Rennen fahren musste oder einfach ein Endurance-Rennen.
Und dann ist die zu spät gekommen. Und dann musste dem Nachbar Bescheid geben, dass der sie für ihn annimmt, weil er fahren musste. Oh Mann. Gibt es noch andere Action-Kameras? Ja, die gibt's noch. Pass auf, ich zeig's dir. Die hier gibt's noch. Und alles andere musst du aus der Cockpit-Sicht sehen. Und den gibt's bei Ray auch hier auf dem Kanal. Einfach mal nachschauen. In der Stream-Beschreibung steht alles drin. Da ist ein Link über ein Gesamtdokument. Und da siehst du alles drin. Da siehst du auch, dass der DC noch am Stream ist auf Twitch. Da kannst du auch bei dem vorbeischauen. Der restreamt auch die Sicht von Ray. Ja, alles drin, was du brauchst. Wann wer streamt und wann ihr wo zuschauen müsst. Und DC ist jetzt dann, glaube ich, wieder am Warmfahren. Dementsprechend siehst du dann, wie er sich schön warm fahren kann. Was schieben die GT4s Ray gefühlt echt von der Strecke. Ja, es ist halt, es ist wirklich so, dass in der VRL, dass die halt schon mit harten Bandagen kämpfen und die sind halt da der Meinung, du bist das schnellere Auto und oftmals musst du dir halt an deinem Weg vorbeisuchen, ne? Und die lassen keinen Millimeter von ihrer Linie ab, wenn sie drin hängen. Oder selten. Bei manchen ist es vielleicht eng, ich kenne das Standing von den GT4s nicht. Aber so wie es hier aussieht, ist Wippermann zwei Runden vorne, aber zwei Longstops weniger, okay. Ja, das. Da geht es schon noch um jedes Zehntel, glaube ich. Das ist schon wichtig. So, jetzt kann ich hier wieder das Ding. Und, so, ich verabschiede mich mal für heute. Viel Spaß. Tobi, wolltest du nicht durchmachen? Warst du nicht einer, der durchmachen wollte? Was ich zur Bundesliga sage, ja, war jetzt ein bisschen enttäuschend von Dortmund, das ist richtig. Sonst ein paar interessante Games dabei. Gestern schon war ich ein geiles Spiel. Wolfsburg-Bremen ist richtig zur Sache gegangen und heute auch Union Frankfurt war ein überragend geiles Spiel. Du hast das oder so in meiner Ankündigung nicht gelesen, deswegen nein, wollte ich nicht. Enttäuschend, Tobi, absolut enttäuschend. Nee, schlaf gut, mach's gut. Morgen früh, 9:30 wäre ja der Frühstücksstream, ne? Da will ich dich spätestens wieder hier sehen. Habe ich das mitbekommen? Ja, das ist schon so. Aber es geht ja nicht darum, also du musst ja schon als schnelleres Fahrzeug den Weg vorbeifinden, ist klar. Aber wenn du dann halt schon fast vorbei bist, dann versuchen die halt alles, um voll in ihrer Linie drin zu bleiben. Die lupfen dich mal kurz, um dich jetzt mal schnell vorbeizulassen und so. Das kostet die ja im Endeffekt auch Zeit. War ich hier nicht enttäuschend? Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, wann du mal überzeugt hast, Tobi. Bis wann streamst du?
Also aktuell jetzt der Stand ist bis 4:30. Mal gucken, eigentlich hätte ich ja, pass auf, jetzt muss ich selber auf den Plan gucken. Ja, bis halb fünf theoretisch. Jetzt muss ich aber, mal hier, der Plan geht bis 5:30 eigentlich, dementsprechend. Dementsprechend bis 5:30, aber ich habe ja eine Stunde früher angefangen. Das heißt, ich muss mal gucken, wie Duki halt auftaucht, solange stream ich halt. Ist jetzt halt die Bürde, ne? Ist halt so. Frühstücksstream fällt doch aus. Ja, der Frühstücksstream fällt aus, aber das heißt ja nicht, dass ihr um 9:30 dann nicht hier sein könnt, oder? Frühstück wird trotzdem ins Discord gepostet und ihr werdet erwartet im Stream. Die Leute sind darauf gespannt, dass ihr zuschaut. Egal, wer gerade da die Cam hat. Warte mal, ich schau mal, da hat sie Ray sogar noch. Dementsprechend könnt ihr hier sein. Wie viel Zip da sind die dann? Das weiß ich nicht, da müsste Dizzy fragen. Was denn? Der ist der Master of Lita. Wie lange es bis morgen früh noch in Lita ist. Na, so 500-600 Liter werden es noch sein. Wenn das mal reicht, nee. 12 Stunden? Also so 1300 Liter ungefähr? Das ist schon heftig, ja. In einer Stunde fährst du ungefähr 100 Liter weg. Ja, 1300 Liter ungefähr. Also bis ich aufhöre, werden es da noch ungefähr... Ja, 300 irgendwas Liter. Jahrhundert wahrscheinlich eher. Je nachdem, wenn Duki anstößt hier. Ich habe das anfangen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich bemühe mich zukünftig auch in Litern zu sprechen. Ja, späte Uhrzeit. Mal gucken, wie viele noch da sind. Alle, die noch da sind und die sich am Chat beteiligen, mal ein Hashtag Starlet in den Chat reinsetzen. Oh, da werden aber viele Leute was trinken. Ja, das ist dann halt den hier Pech, ne? Ist so, ja. Wie viele Liter muss Ray noch fahren? 35. Wie viel 35? 35 Liter, ja, also 10 Runden ungefähr. 10 Minuten noch. Okay. Also kurz vor... Ja, kurz vor... Nee, nicht 10 Minuten. 15 Minuten ungefähr. Ja, das kommt hin. Dave würde Hashtag Scarlett posten, bestimmt. Der Lümmel. Ja, sind doch noch einige da, auf jeden Fall. Hashtag. Ja, okay. Sind doch nur ein paar im Chat aktiv. Sehr schön. Wollte nur checken, wie viel das jetzt doch schon eingepennt sind. Heimlich still und leise, zack, weg. Selbe Situation wie ist es wirklich nur Just for Fun oder gibt es eine interne Meisterschaft? Es ist schon eine Meisterschaft. Ja, dürfen sie ja. Also. Schade, du musst ja, ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie was dafür gibt, aber du hast auf jeden Fall
den Anreiz, das Ding auch mal zu gewinnen. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei denen ist, die halt vorne mitfahren. Ob es da wirklich was dafür gibt, kann ich dir nicht sagen. Aber es ist schon so eine richtige Serie. Die Klasse normal, dass die langsame Klasse eigentlich auf die Ideallinie fahren soll und die schnellere soll sich. So, Toni, danke für die 99 Cent im Superchat. Grüße gehen raus. Beim Zugucken immer so einfach aus. Aber ich weiß selber, wenn man selbst fährt, ist es doch sehr anstrengend, konstant zu fahren. Ja, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Definitiv nicht. Ganz und gar nicht. Ja. Sieht von außen immer super aus, wenn hier einer drin sitzt, der mal schön Runden fährt und das auch noch in einer angenehmen Zeit. Und, aber wenn du dann selber mal drin sitzt, dann weißt du nicht, wie schnell das wirklich ist. Ich will das Zeichen nicht. Was? Check some error bei dem einen. Das ist nicht gut beim Connect. Das kostet Zeit. Auch noch da, aber keine Lust, in Chat zu schreiben. Okay. Jetzt hast du ja aber doch in Chat geschrieben. Das untergräbt das ganze System. Gut, habe ich die Reifen, glaube ich, definitiv mehr geschont. Deswegen sollte jetzt hinten raus vielleicht nochmal ein bisschen was gehen als im zweiten. Ja, ich fahre in 30 Litern, genau. Ja, komm. Hab doch geschaltet. Die Literangabe. Aber ich fährt, also jetzt nach hat den, das gefunden. Nach den 2 Stunden ist auch, glaube ich, dann tutti erstmal. Da werde ich einfach tot auf die Couch fallen. Das kannst du tun. Ist auch einigermaßen guten Stint hinlegen und dann hoffe ich mal, dass Michel nicht verpennt hat. Oder verpennt. Aber ich glaube, so nach der Zeit jetzt 14 Stunden, 3 Stunden noch ein Stint hin. Danke für deine Mitgliedschaft. Ich sehe es gerade aus dem Augenwinkel. Na, Michel hat mich verpennt. Ja, denke ich auch nicht. Michel ist zu ehrgeizig, um zu verpennen. Danke für über Michel verpennt nicht. Wenn einer verpennt, dann ist es nicht. Wahrscheinlich, ja. Es ist halt wirklich so. Brigi, danke für die Mitgliedschaft. Herzlich willkommen bei den Pixelhelden. Ja, vielleicht ist langsam doch die Luft raus, also einen vierten will ich jetzt dann doch nicht fahren. Wie lange hat Ray noch? Ja, so 25 Liter ungefähr. Also laut Tankanzeige... Ja, so 15 Minuten. Laut Tankanzeige 27. 10, 15 Minuten, sowas. Oh. So, ich gehe mal ins Bettchen. Viel Spaß. Second Stereo, mach's gut. Oder 5 Second Stereo, ich nehme deinen ganzen Namen. Mach's gut, danke, dass du da warst. Schlaf schön. Bis morgen hoffentlich. Ey, Stuhlsen, du bist ja auch noch wach. Krass, nach 11 Stunden trennen Platz 1 und 2 gerade mal 38 Sekunden. Ist das so? Mal selber kurz checken. Ja, aber Platz 2 hat noch einen Longstop mehr. Hau rein, Thinking. Gute Nacht. Wo das Montag und Dienstag frei habe. So gesagt, dann Wochenende. Kannst du endlich wieder ACC zocken. Ja, dann viel Spaß. Montag und Dienstag. Wird das Rennen hier komplett übertragen? Jein. Das Rennen wird
immer komplett irgendwo, also irgendwo wird es immer übertragen. Es ist aber immer unterschiedlich. Ein Stream gibt es immer mit der Cockpit-Perspektive und ein Stream gibt es immer mit der TV-Cam. Also das, was ich jetzt hier mache, ist TV-Cam. In der Stream-Übersicht, in der Stream-Beschreibung, siehst du alles. Keine Ahnung, der ist nicht mehr gebremst. Ist jetzt mein Audio-Repeater gerade stiften gegangen? Nee. Okay. Ist nicht gut? In der Stream-Übersicht siehst du alles. Bremsen, du musst vor der Kurve, um der Kurve schnell in die Kurve. Da kannst du mal nachschauen, wer wann streamt, wer wann die Cockpit-Perspektive übernimmt, wer wann die TV-Sicht übernimmt. Und ist auch immer alles verlinkt. Demnächst steigt der gute Dizzy in den Kanal. Aufs Fahrzeug drauf. Dementsprechend kannst du auch mal beim Dizzy vorbeischauen. Dann siehst du, wie der sich schlägt. Und ja, dann haben wir wieder alles on Tour. Also wie gesagt, Streambeschreibung steht immer alles drin. Da siehst du immer, wer wann zu welcher Uhrzeit fährt. Und vor allem ist es auch alles verlinkt. Du kommst direkt auf die jeweiligen Kanäle. Hau rein, Pfeffer. Gute Nacht. Marschu, ich habe auch keine große Nase. Du, er hat gelogen vorhin. 1,46,000. Das sieht ja fast schon wie so eine... Gerne gerade sind wurden Fallstream angezeigt. Nee, das wird in beiden Streams angezeigt. Das ist ja klar. Weil wir sind ja jetzt hier über den gleichen Tipi-Account sozusagen verbunden. Deswegen siehst du das bei Ray im Stream oder aber auch hier im Stream. Mein erster Stint war nicht so gut. Der ist aber nur bei Twitch. Maxi. Ja, Dizzy ist bei Twitch unterwegs. Ja, ich bin hier eine Außenseiter in dieser Gruppe. Warum Außenseiter? Das ist überhaupt nicht wahr. Ob jetzt YouTube oder Twitch, alles egal. Alles egal. Und zum Stream ist Twitch halt auch geiler, muss ich ehrlich sagen. Da sind schon ein paar Feature drin, die du hier auf YouTube vermissen wirst. Boah, Arsch, den hab ich gar nicht gespürt. Aus Feedback, dass der Arsch gekommen ist. Mal Glück gehabt. Nordschleife bin ich schon gefahren, aber in Project Cars. Bin aber auch kein großer Nordschleife-Fan. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne, auch mal weg. Jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Nicer, oder wie auch immer man das ausspricht. Ich feuer dich gleich an die C, sicher die C gut. Ja, schlaf gut, wenn du noch da bist. Wenn du schon gegangen bist, dann, ja. Dann ist es halt so. Gute. Gute. Welche war hier drauf? Wer hat's denn dann hier nicht angezeigt? Oh ja, das gesehen. Ja, kann schon sein. Hab ihn gefolgt bei Twitch. Ja, da freut er sich natürlich. Natürlich. Ich habe nur keinen Alarm dafür. Danke. Danke, danke. Ray redet schon wieder. Ich glaube, Konzentration geht langsam flöten. Jetzt muss er mehr aufpassen. Wir gucken mal, was er hier so ein bisschen... Ja. Zeiten sind aber noch okay. Ja, die Zeiten sind noch okay. Immer noch schneller als meine. Hört Dizzy Hip-Hop, Dizzy E? Meinst du wegen dem Easy E oder was? Weiß ich nicht. Was? Es wird gefragt, ob du Hip-Hop hörst. Ja. Dann könnte man aus deinem Namen Dizzy in Dizzy E machen. Für den Easy E, weißt du? Ach so, ja. Nee, aber ja, ich höre auch Hip-Hop. Wow. Ganz viel sogar aktuell. Der Flügel hängt noch ein wenig schief. Das kann sein. Da hatten wir vorher mal einen Schaden dran. Und der wird dann optisch, glaube ich, nicht repariert. Das war, glaube ich, letztes Mal schon das Problem. Also ich denke mal noch so 5 Runden circa sind es jetzt.
Also ich denke mal, wenn wir der nächste 12 Stunden 24. Ich bin da und ready, Ray. Alles klar. Also ich komme dann gleich runter wieder. Ich bin da und ready. Da ist 12 Stunden Suzuka angesagt und ich glaube, das ist zum 19. Jahr. Ja, ist halt, aber da erzähle ich dir nichts Neues. Ist halt, manchmal ist der Runden alles schön und frei und manchmal kommt alles auf einmal von hinten. Einer, der vorbei will, dann vorne hast du GT-Biers und weiß ich nicht. 15,7 Liter, ja. Ey, ich hoffe, ich habe kein DC. Oh, ich hoffe so sehr. Das würde ich richtig. Da hat er jetzt schon Schiss. Ja. Das ist das Einzige, was mich jetzt stört. Hat sich wer gedreht? Da war Party Hard! Da hat sich nicht nur einer gedreht. Alter. Da war das, Party Hard! Das ist ein Abgefahren irgendwas gewesen, ne? Jetzt auch mal eine Mütze Schlaf holen. Gute Fahrt durch Nacht und bis später. Geh, mach's gut, schlaf gut. Da haben wir auch noch. Echt jetzt? Und an Daisy zwei wunderschöne Stints. Mhm. Ja, das wünschen wir uns alle. Danke, danke. Oh Mann, aber der Zeddy, der musste doch, hat er eigentlich blau. Wann kommt Ray in die Box? Oder? Ja, da kommt es dann recht bald. Also rechne mal so das in den nächsten 5 bis 10 Minuten mit ihm. Nee, der, in den nächsten 13,8 Liter, bitte. Oh, Entschuldigung. Also, wenn wir jetzt arschig sind, müssten wir das eigentlich bei der Rennleitung. Ich entschuldige mich. Aber machen wir nicht. In den nächsten 13,8 Liter jetzt bleiben. Das war eine coole Aktion vom Zeddy, bin ich ganz ehrlich. Und darf er nicht so vor mich ziehen. Auch einfach mitfahren beim nächsten Rennen. Nein, so einfach ist es nicht. Weil er hatte auch deutlich weniger Speed. Es gibt da schon ein vorgegebenes Starterfeld mehr oder weniger. Die Leute haben sich dafür sozusagen beworben. Das sind aber oftmals irgendwie die gleichen. Also die Teams haben hier einen Platz halt und dann... Du kommst da schon rein, aber es kostet, glaube ich, auch Geld, irgendwie anzutreten. Also einfach mitfahren ist nicht der Fall. Geil, der 2 feiert euch. Danke, das freut uns zu hören, natürlich. Und die Uhrzeit noch feiern, das ist... Weil jetzt geht's eigentlich erst richtig los mit Feiern. Ne? Ja. Aftershow-Party. Ja, die ist erst morgen ab 15.30 Uhr. Ja, der Arschlecken-Feuerwerk im Bett ist Aftershow-Party von innen. Man muss einfach schnell sein bei den Anmeldungen. Ja, aber nicht nur bei den Anmeldungen. Drei Runden sind es jetzt dann, ja, gleich noch. Ja, gleich drei Runden noch. Ja, ich gehe dann mal runter. Mach das. Ja, drei Runden sind es. Wir hören uns nachher noch. Erfolg, ne? Ja, danke, wir hören uns später, Rampi. Und stream viel Spaß in der Kamera mit Rampi. Ebenso bei dir. Tschüss. Tschüss. Channel switched. Nicht zu lange warten mit dem Schalten. Oh, da haben wir aber ganz schön Delay drin. Bearded Banana, Ausrufezeichen Seed. Viel Erfolg, danke. Danke, Leute. Ich überlege gerade, ob ich Fenster aufmache, währenddessen ich fahre. Ich glaube, ich mache Fenster auf, um Sauerstoff zu haben. So langsam riecht's hier nach Iltis im Zimmer. Oh.
Jubi, ich danke für 4. Zwei Runden. Ich bin schon in deinem Kanal, Ray. Alles klar. Ich bin schon in deinem Kanal, Ray. Alles klar. Tun. Dann machen wir uns mal ready, wa? Leute? Dann werden wir noch mal 2 Stunden fahren. Romulus, moin. Okay, letzte Runde. Alles klar. Okay, letzte Runde. Wie lange fährst du? 2 Stunden. Klar. Ich fahre jetzt noch 2 Stunden und dann gehe ich schlafen. Und dann fahre ich um 10 wieder. Wie lange fährst du? 2 Stunden. Oh. Ich fahre jetzt noch 2 Stunden und dann gehe ich schlafen. Und dann fahre ich um 10 wieder. So, und deswegen jetzt nochmal alle. Gemeinsam. Starlet Express, wir brauchen dich jetzt. So, Starlet Express! Gemeinsam. Starlet Express, wo bist du? Wir brauchen dich jetzt. Starlet Express! In dem zweiten Stint bei meinem Triple Center ist ein bisschen mit mir durchgegangen. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Mhm. Ja. Ja, man hat gemerkt, dass du, du wolltest. Gute Laune hattest. Ja. Ja. Ja, der erste Sinn war halt echt so riesen Fragezeichen in meinem Kopf, weil irgendwie, eigentlich war ich zufrieden, auch so von der Speed. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich so ungefähr von den Trainingszeiten ein bisschen halbe bis dreiviertel Sekunde langsamer bin. Aber die Konkurrenz um uns rum, übelst schnell. Ich denke so, what the fuck? Und dann im zweiten Sinn hat es auf einmal geklappt irgendwie. Na, war gut. Jetzt der dritte war halt super viel Verkehr die ganze Zeit, war ein bisschen ekelhaft, aber da machst du nix. Boah, da habe ich den Exit schön bekommen. Wenn ich jetzt nicht in die Box müsste, könnt's. Ja, wobei. Egal. Okay, ich biege jetzt ein in die Box. Jo. Mal ein bisschen flashy, flashy machen. Buddy, 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 buddy. Ein Boxenstopp auslösen und Exit. Lädt noch. Ja, bin runter. Hey, geh rein. Boah, okay, jetzt merke ich, also das ist so krass. Wenn du dann mal anfängst, den Gasfuß oder Bein dann wegzunehmen vom Gaspedal und willst ihn so anziehen, dann geht's nicht. Das ist wie so Starre. Alter, boah. Okay. Friesfreis. Ich finde Daytona gar nicht so öde. Es ist natürlich klar, wenig Kurven und alles, aber ich finde Daytona hat irgendwie einen geilen Flow, wenn du mal da drin bist.
Also ich mag die. Und gerade im Multiclass, es gibt auch gut viele Stellen zum Vorbeikommen. So, da gibt es ganz andere Strecken, wo, also zum Beispiel das Suzuka-Event da im Ende Dezember, wo diese ja auch mitfährt, denke ich mal. Mhm. Da bin ich mal gespannt mit dem Vorbeikommen. Dort ist nämlich schon so normal nicht so einfach. So. Bist du drauf oder noch im Connecten wahrscheinlich? Ich lag gerade. Ja. Passt. Uff. Jetzt habe ich ein Problem mit dem Powernap, was ich gemacht habe. Jetzt bin ich super wach. Bin drauf. Okay. Ja, Setup laden nochmal zur Sicherheit. Und dann, ja, habe ich gemacht. Kann ich jetzt im Stehen schon Licht anmachen? Ja, ja, Licht geht an, klar. Habe ich auch gleich gemacht. Okay. Ja, ich bin genau, drauf dann. Genau. Das Ding ist halt für den Reifen, weil wir haben ja quasi so Heizdecken. Das heißt, solange du jetzt nicht losfährst, bleiben die warm. Ja. So. Also, sobald du jetzt Dings. Genau. Und links hast du ja. Ich sehe, ja. Genau, bei 18 Rest ungefähr. Dann passt es eigentlich ziemlich genau. Ja, ich warte jetzt noch, bis du draußen bist, dann. Okay. Hat's gepasst? Ja, ich fahr jetzt raus. Achso, okay. Ja, bin draußen jetzt. Ja, okay, na, gepasst von der Zeit links, denke ich mal. Ja. Wunderbar, dann viel Spaß und ja. Spaß. Jo, danke. Na dann mal los.
mal schwierig auf Rennpace zu kommen. Aber ich glaube, wir fahren weiterhin mal die Devise wie am Ende letztes Mal. Better safe than sorry. Better safe than sorry.
Das sollte ich nicht so häufig machen. Das ist nicht klug. Das war knapp. Ich bin halt zu langsam, ich stecke halt extrem im Verkehr, ich kann keine guten Rundenzeiten fahren. Ich würde gerne ein bisschen schneller fahren, aber ich habe irgendwie immer entweder einen vor mir oder einen hinter mir und muss dann immer lupfen. Ich habe jetzt aber auch ehrlich gesagt keinen Bock, bei den GT4s da reinzustecken wie so ein Arsch. Der würde auf jeden Fall auch vorbeiziehen. Hinter mir. Ja.
Das war die auf jeden Fall weisere Entscheidung, zweimal zurückzustecken. Ich glaube, ich hätte das Auto sonst verloren. Also gerade da hinten in der einen Kurve, weil du von innen nach außen getragen wirst. Ich glaube, da wäre eine Kollision gekommen. Safety first. Safety first. Sonst haben wir nämlich nochmal so ein Desaster wie im ersten Stint. Und der war echt scheiße. Sind wir mal ehrlich. Ui.
Ja, der schiebt aber ganz schön auf den Arsch jetzt. Dankeschön, Maga. Sehr freundlich von dir. You